Herzlich willkommen Kommen. zur 80. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Hallo! Ja. Hallo! Willkommen im Jahr 2024, das Jahr, in dem die Menschheit untergeht und... Wieder einmal! Ja, definitiv. Ja. Krankheitsbedingt... melden wir uns mit etwas Verspätung zurück. Ich sag dazu, der Clemens war krank. Ja, der Clemens war zweimal krank. Einmal zu Weihnachten, dann hat er eine Woche brav gearbeitet und dann war eine Woche Corona-bedingt komplett außer Gefecht. Komplett außer Gefecht stimmt so eh nicht, aber schon sehr, sehr lidiert. Ja. Ja, genau. Und daher melden wir uns mit etwas Verspätung zurück. Es ist der 24. Januar 2024, nur dass es jeder weiß. Also wenn ihr es hört, ist egal. Wird halt noch veröffentlicht, ja. Ja, wir sind wieder da in alter Frische. Wir haben uns... erholt über die Weihnachtsfeiertage oder nicht, keine Ahnung, und sind jetzt wieder da und werden wieder mit geballtem Halbwissen glänzen, oder? Machen wir wieder Halbwissen. Ich denke, das machen wir so weiter, wie wir das gehandhabt haben. Genau so machen wir das. Also es wird sich nichts ändern, keine Vorsätze fürs neue Jahr. Wir werden jetzt nicht ernsthafter, wir werden jetzt nicht korrekter. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Nämlich, ja, so schlecht wie bisher. Gut, wir kommen gleich zu den ersten Themen. Wir legen los mit den News. Und zwar, das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, das könnte den Alex hier richtig gut gefallen. Hab nicht Ida das reinkopiert? Hast du mir das reinkopiert? Ich glaube, ja. Aber das habe ich auch gehabt. Ah, dann habe ich... Nein, ich glaube, stimmt. Irgendwas war da. Ich glaube, dann habe ich es gesehen. Ihr habt allein noch ein YouTube-Video dazu getan. Das kann sein. Ah, okay. Das war's. Ja, genau. Ah, stimmt, okay. Ja. Denn wir haben hier ein sehr interessantes Dingsy-Pumpsy zu kaufen. Na. Ich finde es jetzt nicht so uninteressant. Ich würde es selber nicht verwenden. Aber ich finde es jetzt nicht uninteressant. Nämlich, das ist eine Aufstecktastatur, beziehungsweise es ist gar keine Aufstecktastatur. Es ist eigentlich eine richtige Hülle, wo man das iPhone reinsteckt und angedockt an den Anschluss unten. Ich glaube, USB gibt es eh nur für die USB-C-iPhones oder gibt es... Ah, nein, es gibt es auch noch für die alten mit Lightning-Anschluss. Gibt es dann eine physische Tastatur mit echten physischen Tasten. So, 2005 lässt grüßen. 2005? 2000? Ich finde das 2010 lässt grüßen, sagen wir so. Und ja, gibt es jetzt eine Tastatur zum Aufstecken? Alex gefällt es nicht, oder? Ich schalte mal das Video ein. Nein, mir gefällt es. Okay, also, Werbung. Nein, das ist wohl. Achso, nein, mir gefällt es aus zwei Gründen nicht. Zum einen, ich finde diese physischen Tasten beim Smartphone sowieso ziemlich überflüssig. Weil die waren vorher schon immer überflüssig und seien sie jetzt nur, seien es eigentlich immer noch mehr waren. Und B, was das jetzt für ein Riesenklonker ist, wenn das du dir aufs iPhone draufsteckst. Wenn du es aufs iPhone Pro Max draufsteckst, dann definitiv. Beim Pro wird es halt ein bisschen länger beim normalen, also finde ich jetzt nicht ganz so übel. Naja, aber im Endeffekt, wenn du ein Pro hast und dann auf einmal die Länge von einem Pro Max hast, das wolltest du ja zuerst dann gar nicht und auf einmal hast es. Ja. Und B, also ich schätze, dieses Ding hat überhaupt deshalb Aufmerksamkeit gekriegt, weil es ein bekannter YouTuber gemacht hat. Wenn mir beide das rausgebracht hätten, hätte sich keine Sau dafür interessiert. Möglich. Ich finde es andererseits interessant für Menschen mit Einschränkungen in der Benutzung von nicht haptischen Tasten. Für das ist es, kommt mir aber vor, seien die Tasten zu klein. Und zu eng beieinander, gell? Ja. Also,
Jetzt ganz ehrlich, du hast ja irgendwas einmal von Logitech gehabt, so eine externe kleine Tastatur, oder? Ja, das gibt's ja. Ich könnte ja ganz normal mein Apple Keyboard oder jetzt andere Bluetooth Keyboard mit dem Phone pairen, also. Von denen her weiß ich nicht, ob das. Das ist halt so eine Nostalgie-Geschichte. Ja, okay, ich glaube, es wird nur immer Leute geben, die ihr BlackBerry-Tastatur vermissen. Bin ich mir sehr sicher, dass es solche geben wird. Ich bin mir auch sehr sicher, die einfach wirklich nur physische Tasten haben wollen und damit schneller sein. Ja, also ich meine, vielleicht gibt es eine Nischengruppe, die sich für sowas interessiert. Ich bin mir ganz sicher, dass es da eine Gruppe geben wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass es kein wie soll man sagen, Core Negativgeschäft wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ich ein meine, Erfolg wird. ich bin mir da auch fast sicher, weil über den sei Reichweite geht das schon. Ja. Das muss man dazu sagen, nur, also ich finde den Spaß auch relativ teuer eigentlich. Ich finde $139 gar nicht so schlimm und vor allem, wenn man bedenkt, dass es so, wie man da jetzt gerade ein Video gesehen hat, dass man es auch auseinandernehmen und reinigen kann, dass man andere Tasten einsetzen kann, vielleicht weniger griffigere Tasten, also gummiertere Tasten oder härtere. Also die Tasche, ja, ich Das, meine, du kannst es ist. zerlegen und dir die Tasten auch austauschen. Also, ich finde $139 jetzt für so ein Nischenprodukt, wir kommen nachher später zu einem anderen Nischenprodukt. Nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Also Also ich prinzipiell würde. finde ich das als Gadget einmal ausnahmsweise eins von den sinnvolleren Sachen da draußen am Markt. Also ich würde jetzt ganz ehrlich gesagt für das Geld, ich glaube, da haben wir heute noch ein paar andere Gadgets, die ich irgendwie interessanter finde, was ich mir eher kaufen würde um das Geld. Na, Also, kann man weil nicht. das wohl eins würde ich aufgrund eines Sammlerobjekts kaufen. Ah, okay, ja, gut, möglich. Aber Aber das Ding, ne, vor allem. Es ist auch nicht schön. Ich kann mir nicht helfen. Dieses Case gefällt mir persönlich nicht. das ist reine Geschmackssache, wenn es dessen anderen Nein, Formen es gibt ist. mit Gummierung Nein, und. mir gefällt generell das Case schon allein überhaupt nicht. Ja. Also mir gefällt allein dieses grausige, dieser Lederpatch da hinten drauf nicht. Ja, der ist ein bisschen, den finde ich ein bisschen fehl am Platz. Der ist, Und ich muss das sagen, wirkt. eins muss ich sagen, 4K-Videos schmeicheln dem Typen auch nicht, gell? Also der sollte vielleicht einmal. Ja gut, das ist aber jetzt ein rein optisches Ding, dafür kann man nichts. Also das ist jetzt, also das ist jetzt egal, aber gut, ich meine, nimm du dir mal mit einem 4K-Video auf. Das hält kein Chip durch. Ja, nein, das 4K ist brutal. Also das ist, da siehst du alles. Ja, jede Mikrobe Also in da. jeder Bohre siehst du da. Ja, na, also ich finde es an sich ganz cool. Also, Na, ich das könnte ist es mir irgendwie. vorstellen, das auch zu nutzen. Ja, frag, ob es da die Firma kauft. Na, mein Privathandy verwende ich zu Firmenzwecken sicher nicht, außer für Teams, um die Kollegen zu trollen, aber sonst. Na, aber na, also ist nicht mein Produkt, wird nicht mein Produkt werden. Ich weiß nicht, es kommt ganz auf den Anwendungszweck an. So, Es gibt kein. wenn du Applications verwendest wie Numbers oder Writer, so eine Sachen, wenn du viel schreibst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das echt deutlich einfacher Also, und wenn du ergonomischer wirklich. ist als die eingebaute Tastatur. Also wenn du Excel oder Word oder was weiß ich was für ein Pendant verwendest und das auf dein Smartphone machst, hast du, glaube ich, auch ein anderes Problem. Ich verwende Numbers und Writer auf dem Phone, also. Um wirklich Texte zu schreiben. Ja. Boah, hey, In du warst schon. Numbers schreibe ich keine Texte, da habe ich eine Na, Tabelle, aber. aber da ist ja, ganz ehrlich,
Da ist ja selbst wenn der Laptop eine halbe Stunde entfernt ist, ist das schneller. Naja, die Daten sind wohl auf einem Laptop aufbereitet, aber um schnell was nachzutragen, verwende ich das. Also zum Beispiel mein ganzes Finanzmanagement mache ich mittlerweile über Numbers-Tabellen. Und wenn Ausgaben und Einnahmen einzugeben sind, dann mache ich das einfach schnell am Smartphone, weil gerade jetzt just den Moment macht. Das geht einfacher als zusammenzuwarten, das am Abend am Notebook nachzuholen. Also, ich habe kein Problem damit. Ich kann mit beiden Tools gut arbeiten. Führst du wirklich so einen strikten Finanzplan? Ja, mache ich mittlerweile. Uiuiuiui. Ja, ich hab gemerkt, es tut mir gut. Naja, deshalb zahle ich so gern mit Bankomatkarte. Ja, ich zahle ja alles mit Karte. Weil dadurch habe ich eigentlich auf meinem Bankkonto das und ich spare mir die Eingabe. Ja, ich will trotzdem ein übersichtliches Backup haben, wo ich mir meine Daten dann auch gruppiert schöner aufbereiten kann. Das kannst du aber mit die Geme Ich weiß nicht, was du jetzt bei was für einer Bank bist, aber du kannst das eigentlich zuordnen zu Kategorien. Das schon, das geht da ganz gut, nur für die Numbers-Lösung schöner. Okay, na, da bin ich. Also, A, da ich mich jetzt nur um mich selber kümmern muss, ist es ja wurscht. Also von dem her sage ich, ist es mir dann zu viel, wäre mir zu Ich viel. mache das ja nur Auf. für mein Privatkonto und nicht fürs Familienkonto. Das Ach so, okay. Sehr gut. ja. Gut. Also ich würde schätzen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Produkt wird selbst durch die Bekanntheit, es wird sich verkaufen, aber ich glaube, das wird relativ schnell wieder in der Versenkung Ich verschwinden. glaube nicht. Also. Ich glaube, es wird nichts da, bis Apple sowas Ähnliches anbietet. Unbedingt, bitte. Für den dreifachen Preis, 249,90 oder sowas. Nein, bitte, das wäre super wichtig. Ja. Das wäre das Wichtigste, was sie im Portfolio hätten. Oder wenn Apple es ins Portfolio der Drittanbieter-Tools mit aufnimmt, ja. Ach, bitte, hey, das wäre ja noch schlimmer. Ich kann es mir gut vorstellen. Warte mal, ich hoffe, dass es eher Ich verschwindet. finde es nicht so schlecht, wie du tust. Ich finde es. Ich finde es einfach komplett überflüssig. Es ist, ich weiß nicht, für was das brauchst. Also ich glaube, ich verstehe es einfach vielleicht gar nicht. Vielleicht verstehst du es einfach nicht. Ne? Ja, aber Vielleicht ich meine, ich sage jetzt. bekommst du von der Bedienung her mit deinem Gerät so perfekt zurecht, dass du Ich es sage jetzt nicht aber auch brauchst. ganz ehrlich, Du schreibst dass ich nicht das. längere Sachen auf dein iPhone. Kann ja mit der digitalen Tastatur wäre kein Ja, Problem. eben. Na, der Punkt ist das, ich sage jetzt dazu, um das Produkt auch noch zu verteidigen, ich hasse ja so physische Tasten am Handy. Also ich habe es ja gehasst, ich habe ja früher auch kein SMS schreiben können, weil ich habe das nicht geschafft, über den Nummern Texte zu schreiben. Also ganz früher, wo man noch auf einem Nokia 3310 hat, da 333 44 556 also und so den Scheiß da eingetippt hat. Ja. Ich habe kein SMS geschrieben oder wenn habe ich like K hintergeschrieben oder no. Weil für so, du hast ja ewig gebraucht, um so einen Satz zu schreiben. Na, das ist recht flott von der Hand gegangen. Ich habe es gehasst und dieses sinnlose, wie hat dieses D3-Wörterbuch, T9. den war der größte Scheiß, der je erfunden worden ist. Es hat nichts funktioniert, also schreiben ist mit den Dingen nicht gegangen. Ja, du bist einfach ein alter Mann. Na, das ist ja das alte Zeug. Das, was ich verwende, ist ja das moderne Zeug. Na, deshalb, also zur Verteidigung von den Cover da oder von der Hülle, ich bin kein Fan von physischen Tasten bei so einer Screen Devices. Bist definitiv nicht die Zielgruppe, ja. Also, ich bin komplett vorbei, aber also, wenn es nur so Menschen wie mich geben würde, das Produkt, ja, wird keiner kaufen. Weil wir gerade bei dem sind, würde ich vielleicht gleich ein Thema vorziehen, oder? Weil es eigentlich perfekt dazu passt. Was denn, bitte? Nämlich noch so ein Randgruppenphone.
Ein Randgruppenphone. Ja, also jetzt haben wir eins gehabt mit einer externen Tastatur. Jetzt haben Hast du noch eins oder wir, was? ja, jetzt haben wir noch Ah, eines. du hast. Ah, okay. Ja, Jetzt haben wir bitte, nämlich X6. das Minimal. Minimal Smart mit Ins, das mir sieht. Ah. Das ist ein Android-Phone mit einem E-Ink-Display und einer vollen, also vollen Tastatur, aber halt mit einer relativ kompletten Tastatur, die mit haptisch, also nicht mit physischen Tasten, sondern wie nennt man die Tasten? Kapazitiven Tasten. Ah, das ist tatsächlich ein Display, oder was? Nein, es ist Core Display, aber man kennt es früher. Früher hat es so manche Android-Phones gegeben, die unten an so einen Home-Knopf, Zurück-Knopf und Menü-Knopf gehabt haben, die nicht wirkliche Ah. Knöpfe waren, sondern wo man drauf Ah, tippen hat können. ja, ich verstehe schon. Ja, das ist so ein Hybrid zwischen Touch und Button. Genau, solche Ah, okay. Buttons. Und manche Kochfelder haben das zum Beispiel bei so neueren Ja, Küchen ja, und so ja, ja. weiter. Also eigentlich rein von der Logik her müsste dann sogar möglich sein, dass sie die Sprachen bei den Tastaturen problemlos anders anzeigen können. Wenn es ein Display wäre schon, ja, aber in dem Fall ist es kein richtiges Display, sondern es Ah, das geht doch auch nicht. sind Okay, richtig schade. aufgedruckte Tasten. Okay, das ist schade. Ja. Allerdings ist interessant an der Sache ist, es hat ein E-Ink-Display, also das, was wir so kennen von den E-Book-Readern. Das heißt, die Batterielaufzeiten oder die Laufzeit von den Dingen müsste horrend lang sein. Die wird vielleicht ein bisschen besser Ah, sein wie mit einem normalen Display. da steht sogar 4 Tage, 4 Days Usage. Ja, Puh. man darf halt nicht vergessen, es ist halt der ganz normale ARM-Prozessor, also es ist ganz normale Handy-Peripherie eingebaut. Hardware, hat also WLAN, Bluetooth, alles drum und dran. Es kriegt eine eigene ans Android angepasste Oberfläche, drauf läuft ein normales Android. Aber es ist halt sehr reduziert und es ist eben darauf ausgelegt für Nutzer erstens, die nur das Notwendigste benötigen und sich und gerne eine etwas längere Laufzeit hätten. Ich finde es von der Idee her gar nicht einmal so schlecht und der Preis ist mit $400 okayisch. Ich sage jetzt sogar ganz ehrlich, das Ding taugt mir sogar, also es gefällt mir. Bisher gibt es nur Renderbilder, also Ja, man nein, wird also sich ich einmal meine, drauf. ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr vom Betriebssystem sehen. Das wäre sicher. Was. Es ist halt ein E-Ink-Display, das heißt, man darf sich da kein sehr reaktives Display Nein, vorstellen. nein, nein, gar Also nicht. Also. drauftippen, halbe Sekunde warten, drauftippen, halbe Sekunde warten. Also surfen und Messages schreiben, kann ich mir da durchaus. Naja, das Schreiben funktioniert ja über die kapazitive Tastatur, aber dass es halt angezeigt wird, das wird halt doch mit einem Lag verbunden sein. Also. Es kommt darauf an, was sie für uns verbaut haben, aber tendenziell ja. Ja, also. Aber das, okay, den Einsatz, für das sehe ich mehr Einsatzmöglichkeiten. Also das würde mich nicht einmal wundern, wenn das viele als zweites Telefon verwenden würden. Für ein zweites Telefon ist mir es ehrlich gesagt zu teuer. Da habe ich ein iPhone SE2, das ist günstiger gebrauchter. Ja, es ist, nein, das schätze ich mal so als zweites Phone, wenn du halt wirklich was brauchst, sagen wir. Es geht um Erreichbarkeit, dass du gewisse Sachen schreiben kannst und irgendwas, was auf Reisen mit hast, das halt elendslange Laufzeit hat. Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also, machen wir mal die Seite auf. Vielleicht gibt es hier da was. Also, heißen tut sie Ich habe minimal. ich Und hab, ich die hab geschaut, Webseite ist schon eigentlich nicht. Hammer. Aber Ja, ja, da die gibt ist sehr es. minimal, ja. Es gibt da nicht wirklich mehr zum Sehen, ja. Aber. Ja, jetzt wäre es noch interessant zu wissen, ob es eine Querztastatur für einen deutschen Sprachraum gibt. Aber sonst Das gefällt mir durch, also das finde ich es gefällt gar mir nicht so besser, schlecht, ja. ja. Das gefällt mir besser. Noch interessanter wäre es gewesen, wenn man unter der kapazitiven Tastenoberfläche ein weiteres E-Ink-Display verbaut hätte, damit man sich die Tasten nach Bedarf anzeigen lassen kann, zum Beispiel. Also so wie die iPhone-Tastatur sich ja oder iPad-Tastatur sich ja kontextabhängig ändert.
Zum Hätte man Beispiel, das ja, so auch machen können, ja. das habe ich mir eben zuerst gedacht, weil das wäre super, wenn sich diese Tasten, wenn die wirklich sich adaptieren könnten. Also reagieren können sie ja, weil Also. ja drüber ja die kapazitive Touch-Oberfläche ist, das noch verbunden mit einem klaren Vibrationsmotor drinnen, dann hätte ich auch noch ein haptisches Feedback. Dann ließe sich darauf, glaube ich, wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht tippen. Tak, 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 tak. Na. Und das Tastenlayout wäre halt dynamischer anpassbar. Also zum Beispiel nur Zahlenreihe oder Pfeiltasten und so weiter, je nach Kontext halt, kontextabhängig. Das wäre ganz cool, ja. Also das muss ich jetzt auch sagen. Das hätte schon was. Aber so her, also so rein vom Konzept, finde ich es auch nicht ganz so schlecht. Also ich glaube, es ist eine nette Spielerei. Ja. Müssten wir mal abwarten, wie. Gibt es da ein Video oder ist es ein interessantes Video? Es sagen da jetzt auch nicht wirklich viel. Nur, dass die ganzen live am Handy hängen. Ja, ja genau, das geht's ja. Also es soll. Das Ziel oder die Idee dahinter ist ja auch multimedial, also nicht multimedial, eben nicht, sondern ein Gerät zu bieten mit den Kommunikationsmöglichkeiten, die du heutzutage hast und brauchst, aber wo du nicht die ganze Zeit abgelenkt bist, weil du jetzt ein YouTube-Video schaust, weil du jetzt Twitch schaust, weil du da ewig durch Safari scrollst, durch Twitter scrollst und so weiter und so fort, sondern eben reduziert aufs Notwendigste sollen halt nur die Applikationen nutzbar sein, weil alles andere mit dem Display einfach keinen Spaß macht. Das ist richtig, Ja, ja. also ich finde es so von dem Ansatz her nicht so schlecht. Also ja, vielleicht wäre es ja eine Idee als Zweitphone. Keine Ahnung, für manche Tage, keine Ahnung, sagen wir mal für einen Urlaub. Weil am Google Maps kannst du darauf ohne Probleme anzeigen lassen. Also das wird schon funktionieren. Auch im Urlaub. Aber sonst hättest du dann im Urlaub die Möglichkeit, du kannst jeden jederzeit erreichen und jeder kann dich erreichen, aber du bist nicht ständig durch den ganzen Mist, den es da an Apps gibt, abgelenkt. Also ich sage, mich dazu sogar nicht einmal überraschen, wenn das manche sogar als primäres Telefon verwenden würden. Ja. Also das könnte man schon vorstellen. Nein, es ist ja interessant. Gut. Tack, tack, Das. tack und tack. Und jetzt ist der Alex an der Reihe. Ja, so, warte mal, jetzt, dass ich da wieder von der Seite wegkomme. Ja, dann mache ich jetzt auch gleich zwei Themen, dass wir das abgefrühstückt haben. Weil wir jetzt beim Smartphone sein, sozusagen, gehen wir jetzt gleich zu Xiaomi. Ja. So, die bauen jetzt auch Elektroauto. Natürlich. Also die bauen dann eigentlich, was hat Xiaomi nicht im Portfolio, wenn sie jetzt nur Auto bauen? Langstreckenraketen machen sie, glaube ich, nicht. Na, aber sonst, ob du einen Reiskocher willst, einen Haarföhn, einen Rasierer, einen was, es ist alles dabei. Also und jetzt dann kommt ein Auto, ja, okay. Was sie da versprechen, ja. Ist Okay. auch nicht schlecht. Also das kann sich sehen lassen. Ob das dann tatsächlich so gut ist, also weil da werden ja Werte versprochen. Ich glaube, das kleine Modell hat 668 Kilometer Reichweite. Und das große Modell hätte 800 Kilometer Reichweite, wo man Aber wahrscheinlich noch einen chinesischen Berechnungsstandard, der weniger streng ist als der WLTP, der ohnehin nicht sehr streng ausgelegt ist. Aber dann gehen wir weiter. Dann, ich glaube, da könnte sich Porsche auch mit seinen, wenn das jetzt stimmt, könnte Porsche auch mit seinem Elektroauto schauen, weil das wäre ziemlich vergleichbar. Ja, also 673 PS und ein Drehmoment von 838 Newton. Ja, Meter. Newtonmeter Meter. ist nicht so schlecht, ja. Also das ist also Beschleunigung von 2,78 Sekunden von 0 auf 100.
Schaut auch innen sehr Hightech-mäßig aus, Ja. auch was sie für Autopilot-Funktionen versprechen. Die Frage ist halt immer: Ja. Kommt das Ding jemals nach Europa? Erstens. Zweitens, ist es dann wirklich so gut, wie sie es versprechen, weiß man noch nicht, aber Drittens. bitte. Wenn Xiaomi da bei dem Auto so gut ist mit den Software-Updates, dann kannst du das Auto noch 2 Jahre kübeln. Das Wenn sie ist der nächste Punkt. da so arbeiten wie bei ihren Ja, restlichen Geräten. das ist ja der nächste Punkt. Jetzt kommt ja Xiaomi OS. Ja. Das ist ja dann mein nächstes Thema. Weil das kommt ja jetzt an. Es heißt ja Hyper OS. Das kommt ja auch für das Auto angeblich. Also für fast alles von Xiaomi. Ja. Also. Aber natürlich, das ist immer so eine Sache mit Updates. Kann das lustig werden? Weil ich glaube, ja, ich habe nie ein Xiaomi Phone besessen, aber ich weiß nicht, wie denn ihre Updates überhaupt waren, was ich so gelesen habe, nicht so berauschend, wie Ja, lang das. also eher aber ein Freund von mir, das Xiaomi, wir hatten das damals Carson XX irgendwas empfohlen, weil das eins von den ersten Phones war mit Android One. Das heißt, wo sie Das Ding, ja. zumindest zwei Major Updates, also wirklich OS-Updates und glaube 3 Jahre oder 4 Jahre Sicherheitsupdates geboten haben. Er hat es immer noch. Also das ist jetzt schon eine Zeitl her. Also von dem her, zumindest, sie haben es aber dann relativ schnell auch wieder abgebrochen. Also Ja, es was ist jetzt ist eh? halt genau das. Ein Auto, und jetzt muss man das wirklich so auch sagen, ein Elektroauto zu bauen, ist keine technische Herausforderung. Das kann jeder. Aber gut, Ja, das mir so, war. aber ja, auch wir, das würden sogar wir schaffen. Es ist nichts dahinter. Die Antriebsstränge, die Akkus, die Bremsen, das kommt alles, das kriegst du alles von der Stange. Ich Das meine, kannst du alles da bin ich beziehen. bei dir. Die Komplexität ist schon sehr viel geringer geworden, Dies, das die stimmt, ist, ja. die, es ist nahezu keine Komplexität mehr da. Du kriegst, steht da, das ist Stangenware. Die Motoren kommen von Bosch, die Bremsen kriegst du bei Brembo, du kriegst deine Akkus, die kannst du direkt bei BYD beziehen, dann kriegst du den neuen, was sind das für eine Akkus? LT, whatever Ach Akkus, so. du kannst dir das beziehen, das ist Stangenware, das kannst du beziehen. Aber die Elektronik dahinter, die Software dahinter, das ist die komplexe Arbeit. Die Komplexität bei den Autos hat sich verschoben. Von die Komplexität über Kupplung und Antriebsstränge, Getriebe, DSG, was auch immer, über die komplexeren Verbrenner, wo ein Hybrid noch dabei war. VW hatte das Problem gehabt, die haben weder die mechanische Seite, also Motoren, Getriebe, Kupplung und den ganzen Scheiß, und Software unter Kontrolle gehabt. Die haben ja Boards in den letzten Jahren ja nicht geschafft, unter Kontrolle zu halten, weil sie, keine Ahnung, ihr Knowledge gekündigt haben, ausgeschmissen haben oder verloren haben. Jetzt bei die Elektra, nachher bei Hybride hatte VW ja gar nie wirklich angefangen, war wahrscheinlich eh nachher noch einmal ein Schippchen zu komplex, das auch noch in ihr Ökosystem mit aufzunehmen. Jetzt bei die Elektra, das ist so, das ist Stangenware, das kann theoretisch jeder kann es machen, aber gute Software machen, das ist jetzt. Die Komplexität hat sich von der Mechanik in die Software verschoben. Und jetzt haben wir da halt ein Problem. Jetzt Unternehmen, jetzt größere Unternehmen oder kleinere Unternehmen meinten, sie können jetzt Elektroautos bauen, aber Software und Software-Updates, weil zu einer Software gehört nicht einfach da mal da nimm, friss oder stirb, hinwerfen, sondern die Autos, die hängen ja ununterbrochen im Netz. Die haben ja SIM, die haben ja 4G. Die haben den Notruf, die sind ständig verbunden mit irgendwelchen Servern, die sind ständig angreifbar.
Da bin ich bei dir. Was zur Verteidigung von VW, sie haben schon Hybridmodelle gehabt. Ja. Wie? Also nur, dass man das der Richtigkeit aber drin Sie haben schon hat. gehabt, aber wie viel und wie populär? Ja, gut, das ist. Nein, ich bin aber bei dir. Es ist jetzt genau die Sache. Das haben ja auch schon, das haben ja auch schon andere kritisiert. Es wird ja generell bei so Autos dann spannend, wie die altern, weil ich bin einmal gespannt. Wenn du so jetzig, sag mal, du nimmst so ein Auto von 2024 her, so ein Elektroauto. Ich glaube, dass der Elektroantrieb und das alles problemlos auch in 8 Jahren noch funktionieren wird. Das wird nicht das Problem sein. Auf alle Fälle. Nur, ich bin auf dieses Stück Touchscreen gespannt, wo du da deine Temperatur dann einstellen musst, weil wenn das ruckelt oder wenn das nicht mehr flüssig läuft, auf den Moment kannst du dich freuen. Genau das ist das Problem, ja. Weil das ist das, ich meine, es ist jetzt ja relativ wurscht, ob du jetzt bei deiner Navigationsroute 2 oder 4 Minuten warten musst, bis sie gerechnet ist, als Beispiel, weil das Auto alt ist. Nur wenn ich meine Scheibe defrosten muss oder weil die Feuchtigkeit im Auto ist, weil man meine Frontscheibe anläuft und ich den blöden Knopf nicht drücken kann, weil der digital ist, dann habe ich ein Problem. Genau. Also da ist eine 20-Sekunden-Verzögerung. Blöd, wenn ich's druck. Ich habe damals zu Android-Anfangszeiten, als die Android-Phones ja wirklich noch sehr, wie soll man sagen, erstens träge waren, zweitens einfach teilweise nicht auf Touch-Eingaben reagiert haben. Ich habe da teilweise echt Albträume gehabt, dass gerade ein Notfall ist und ich kann niemanden anrufen, weil das Handy nicht reagiert. Ich habe da wirklich Albträume gehabt. Notruf, ich muss einen Notruf holen, wir brauchen Unterstützung oder was auch immer. Und ich habe nichts tun können, weil nichts reagiert. Ich meine, welchen merkwürdigen Albträumen muss ich rechnen? Zum Beispiel auf der Autobahn, ich kann nicht lenken oder ich kann in Automaten nicht ausschalten und der will die ganze Zeit Spur wechseln, obwohl ich gerade ausfahre und es hat Schneefahrbahn und solche Sachen. Gut, ich meine, das hätte, ich glaube, sagen wir so, das haben sie jetzt auch schon, weil das ist ja so, wenn sobald du die Bremse bedienst, ist der ja draußen. Das ist aber auch nur ein Stück Software. If Ja, Bremse. ich meine, das hat bis jetzt, sagen wir so, es hat bis jetzt Es funktioniert, ist aber nur Software. ja, Da da ist ist es keine klar. Mechanik dahinter. Da geht es darum, das Das Auto muss die Information, dass die Bremse gedrückt wird, erst einmal parsen und dann den Automaten ausschalten. Es ist Software. Wer garantiert dir das? Also da Nur sage die. ich jetzt immer, 100% fehlerfrei ist nichts. Genau. Das sind so ein bisschen meine Sorgen. Ich habe nichts gegen geile Funktionen im Auto und Touchscreen und was auch immer und Infotainment und Autopiloten und was auch immer. Aber da geht es darum, die Software muss einfach funktionieren. Die Software muss da so gut funktionieren wie eine Software. Die muss so gut getestet sein wie eine Software, zum Beispiel in einem Flugzeug. Und da sehen wir auch, dass es auch da oft noch Probleme gibt. Aber es fallen nicht jeden Tag Flugzeuge vom Himmel. Na, eh nicht. Und das ist halt da, das ist halt das Problem. Ich bin auf diesen Alterungsprozess extrem gespannt, Ja. weil das ist selbst bei Smartphones ein Problem, dass irgendwann die Dinger langsamer werden. Also ich bin da erst nicht. Erstens einmal, es langsamer werden, das lässt sich prinzipiell vermeiden. Mal eine Software, heutzutage kann eine Software nicht mehr nur langsamer werden. Also wenn das System immer sauber gehalten wird und du Ja. durch Feature-Updates die zusätzliche Rechenleistung abzwackst, darf sich am Speed normalerweise nichts ändern. Ja, das Problem kennen wir ja. Normalerweise, sage ich, weil ein Chip wird nicht langsamer. Ein Prozessor wird nicht langsamer. Nein, es kommt halt einfach immer mehr Zeug Es dazu gibt mehr Zeit dazu. Das ist das Problem. Also, und was ich da hoffe und worauf ich da poche, ist da eigentlich, weltweit werden wir sie durchbringen, aber zumindest für den nordamerikanischen und für den europäischen und
australischen, also australien-ozeanischen Markt brauchst du definitiv eine Regularien, dass Hersteller Ja. erst eine Zulassung kriegen, wenn sie garantieren können, dass diese Hardware, und in dem Fall ist es wirklich Hardware auf vier Rädern, dass Ja, diese Hard- und Software. Hardware, dass diese Hardware mindestens 10 Jahre so und so mit was auch immer versorgt wird. Und ich finde, 10 Jahre ist eh noch zu wenig. Eigentlich muss man sie eh drauf festnageln. Sie müssen 15 Jahre das unterstützen. Ja. Und auch auf die Gefahr hin, dass ein Unternehmen innerhalb der 15 Jahre pleite geht, müssen die in einen Topf einzahlen oder was auch immer. Das Geld muss auf die Seite geschafft werden, damit unabhängige Drittentwickler mit diesen Geldmitteln weiter dafür sorgen können, dass das Auto weiterhin funktioniert. Weil jetzt muss man ja mittlerweile bei einem Auto die gleiche Sorge haben wie bei einem 150 € Android-Phone, dass du das Teil noch 2 Jahre kübeln kannst. Das, ja, Weil ein ich sag mal, unwiderruflicher Bug drinnen ist und der nicht gefixt wird. ich meine, ich sage jetzt beim Auto, mache ich mir jetzt nicht, ich sage um 2 Jahre, aber es ist ja das Problem, Es was ist ist nur nach fünf, Software. na, aber was ist nach 5 Jahren? Das ist so der, für mich der Knackpunkt. Das ist ja das, viele kaufen sich ein 5 Jahre altes Auto. Ich würde mir auch im Normalfall immer nur einen Gebrauchten kaufen. Das ist für viele so, nur halt, du hast jetzt da das Problem, das kommt aber, glaube ich, habe das später eh noch einmal drinnen. Wie geht es dann weiter? Weil zum Beispiel, man, das ist jetzt ganz zum Schluss, das Abo für gebrauchte Autos wird ja wahrscheinlich so zum gängigen Modell werden, wie das anzunehmen ist. Ja. Und das ist halt auch wieder so eine Frage, okay. Seltsam, also, weil sonst, wenn ich das Abo nicht abschließe, habe ich halt dann gewisse Funktionen auf einmal nicht mehr. Das ist ja das Nächste. Du Das. musst da Funktionen per Abo freischalten lassen. Ich meine. Ja, das ist deshalb, das ist ja genau der Punkt, wo ich bei dir bin. Es braucht da eine ganz klare Regulierung, was muss ein Auto für 10 Jahre gewährleisten? Nur das wird halt ein Ding der Unmöglichkeit sein. Europa ist der Kontinent, wo zumindest noch die größten Autohersteller der Welt sind, also wo die größte Dichte an den Autoherstellern der Welt ist, das ist Europa. Ja. Und denen traut sich kein EU-Parlamentarier auf den Kopf zu scheißen. Und wenn du Ja, nur mal, das. und wenn du auch nur einmal den Hinweis oder die als EU-Parlamentarier vielleicht nur einmal mit der Idee spielst, kannst du ganz sicher sein, dass am nächsten Tag zwei nette Herren im Anzug da sind mit einem Koffer voller Geld. Gut, das wissen wir nicht, das ist Hörensagen, aber. Ich habe jetzt weder einen EU-Parlamentarier oder noch ein Unternehmen beim Namen genannt. Wir können Eben. davon ausgehen, dass das gang und gäbe ist. Nein, es ist halt das, ist ein Riesenproblem, was nicht nur bei Smartphones ist, das kommt halt dann überall dahin, wo man genau das gleiche Zeug Ein anfangen. Smartphone ist aber per se keine gefährliche Waffe. Ein Auto ist es. Das ist, ja, man, gut, das kommt drauf an. Manche, was in die Luft geflogen sind bei Smartphones, die sind auch eher gefährlich, Ich aber würde eher sagen, die Anzahl der Toten durch Smartphones ist ist gering, ist gering. verschwindend gering im Vergleich zu Ist der gering. Anzahl der Auto, der Toten im Ja, Zuge eines Autounfalls. Also braucht man nicht wenn reden. auf Also ein Fußgänger, wenn Auto. man sich auf die Fußgängererkennung verlässt und die nicht mehr funktioniert und solche Sachen. Da braucht man nicht reden, das ist ein anderes Man Kaliber. drückt auf die Bremse und sie reagiert nicht, weil die Bremse ja auch nur noch nicht mehr mechanisch ist, zum Beispiel. Du meinst Break by Ja, Wire? Brake by Wire zum Beispiel. Das gibt's das im Auto überhaupt schon? Bei manchen Modellen, ich weiß nicht, bei Formel 1 Autos gibt es das Nein, im definitiv. normalen Straßenverkehr, glaube ich, ist das nicht zugelassen. Was es auch mittlerweile gibt, ist Steer by Wire. Steer Das by Wire, gibt's. ja. Also Steer by. Das stimmt schon, ja, aber es wird halt auch kommen, weil es die Komplexität der Ansicht, also die mechanische Komplexität, hier wiederum verkleinert.
Es erhöht aber weiter wieder die elektronische und die Softwarekomplexität. Ja, natürlich. Das ist, Es das bleibt. reduziert die Wartungskosten auf der einen Seite, reduziert die mechanische Natürlich. Komplexität, erhöht die elektronische und die Software. Natürlich bin ich. Und deswegen, da brauchst du irgendwas. Und da Bin haben wir ich jetzt bei das dir. Problem. Da schmeißen alle Hersteller, ob No-Name oder nicht, Xiaomi ist jetzt kein No-Name-Hersteller, aber Xiaomi macht Mikrowellen und Haartrockner. Ja. Das sollen dabei bleiben. Das sollen jetzt nicht Autos bauen, nur weil sie bei BYD günstiger mal 14.000 Akkus gekriegt haben. Bin ich bei dir. Ein Xiaomi-Auto würde ich mir halt für kein Geld der Welt kaufen. Einfach nicht, weil ich Xiaomi nicht traue, sondern weil ich Xiaomi nicht traue. Na, die können gute Hardware, aber Software-Thematik ist zu komplex. Und die haben kein Interesse an der Software. Die haben Interesse an möglichst hohen Absatz. Das ist Und richtig. der hohe Absatz ist nur, wenn man Autos ohne Ende ausschmeißt. Da ist jetzt gut. Darf ich um eine kurze Pause bitten? Ich muss einmal kurz. Kacke. Nein, nein, ich muss einmal kurz auf die Toilette. Okay, ja, passt. Und dann werde ich in der Danke. Zwischenzeit. Im Mikrofon husten. Ja. Pause. So. So, können wir wieder weitergehen, Herrle. oder? Okay. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Was hast du geredet? Nix, gar nix. Ah, okay. Na? Ja, also das ist Xiaomi und Xiaomi OS kommt jetzt auch für gewisse Smartphones. Ja. Wenn wir kurz auf Passt. Xiaomi OS auch noch eingehen, oder? Ja, also es ist jetzt eine gute Frage. So viel weiß man ja gar nicht drüber. Ja. Es ist halt das Ma es ist halt ein Betriebssystem für Xiaomi-Produkte. Und sie versprechen halt, es soll super schnell, super schlank sein, soll mit jedem Prozessor rennen, den es gibt. Ja. Tja. Schau gerade ein bisschen aus wie Android. Findest du? Ich finde es ganz im Gegenteil. Hast du das angeschaut? Ja. Naja, es schaut schon sehr nach Android aus. Das ist ja Android, oder? Prinzipiell unterm Dings, oder? Ich Unter der denke Haube. mal, ja. Ja, aber ehrlich gesagt, was ich finde, ist schon das wie iOS. Findest Also allein Desktop, bitte. ja, in so gewi Das ja. Widget da für einen Player. Und das kennt nahezu die Wetter-App von iOS sein. Ja, ganz ist es nicht. Ja, ganz ist es nicht, weil Aber wenn jetzt zum Die Beispiel weiter. Temperatur ist links in dem Fall, aber also bei mir Aber wenn sieht man jetzt die weiter nach Windschutz. unten forscht, dann schaut es schon sehr nach Android wieder aus. Ja, ich finde, optisch hat sich Android und iOS eh ange. Die Notes-App schaut aus wie Notes auf dem iPad. Findest du, der erinnert mich eher an Teams. Na. Die Lese. Das da? Hallo? Da ist ein Das Dock erinnert mich, unten. das erinnert mich, ja, das Dock, okay, das machen eh alle, aber der Rest erinnert mich da eher an Microsoft-Software. Na, also mich erinnert es echt extrem an iOS, iPadOS, macOS. Also da bin das wirkt eher wie Microsoft. Naja, dann. Also die modernen Sachen von Microsoft schauen alle so ähnlich aus. Na, also. Ja. Dann kann man also als Konklusion sagen, dass sich die Schrott-UIs alle angeglichen haben. Vielleicht, ja, das Und kann man sagen. ja, Apple hat sich dort was abgeschaut, Google hat sich dort was abgeschaut, Microsoft hat sich überall was abgeschaut. Also, ja, gut. Gut. Dann.
Einmal was anderes. Was anderes, ja, genau. Haben wir, glaube ich, mittlerweile in fast jeder Sendung einmal kurz Komischerweise, ja, das hat sich irgendwie durchgezogen. den RISC-V Prozessor. Jetzt nur eine kurze Dings. In Deutschland, im digitalen Entwicklungsland, im Digitalisierungsentwicklungsland, Entschuldigung, haben sich Qualcomm, Porsche und NXP und ein paar andere zusammengetan und gründen zusammen einen RISC-V-Entwickler. Das haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Echt? What the fuck? Oder haben wir das privat hin und her Ich glaube, geschrieben? wir haben das privat hin und her geschrieben. Ich habe dir das geschrieben und habe gesagt, endlich ist es so, oder jetzt ist es soweit. Das könnte sein, okay. Okay, warte mal, ich schaue aber jetzt in die Sendung vom letzten Mal, weil Es klingt mir so wir haben bekannt vor. mittlerweile so oft RISC-V. Unsere Titel sind teilweise so wenig vielsagend. Na, haben wir nicht gehabt. Also haben wir das so hin Aber und wir her haben so, geschrieben, wir haben okay. so. Ja, jedenfalls, die tun sich zusammen und machen das quasi nach ARM Vorbild, wo ja das und ARM als Unternehmen ja das Know-how und die Patente und die Lizenzen verwaltet und verkauft und das Know-how eben weitergibt und lizenziert. Geht es jetzt eben darum, dass sich da jetzt diese Chip-Konzerne, also vor allem, ich finde interessant, dass Bosch und NXP zum Beispiel dabei sind und ich glaube, ja genau, Infineon ist auch dabei. Überrascht mich jetzt nicht. Na eben, überrascht jetzt eigentlich eh nicht, stimmt, dass die sich da zusammentun und quasi so RISC-V-Entwicklung nach vorne bringen und eben zusammen das Produkt designen, bauen, konzipieren, um dann möglicherweise in Zukunft die Nutzung und den Gebrauch auch wieder an andere Unternehmen zu lizenzieren, was ja, obwohl RISC-V ja offene Architektur sein soll, aber warum soll hier jeder das Rad neu erfinden? Das heißt, die können entwickeln und das weiter lizenzieren, was jetzt für die wahrscheinlich ein gutes Geschäft ist. Richtig, aber dann haben wir ja das gleiche Problem Aber wie die bei haben es. Arm eigentlich. Aber du kannst das auch hernehmen und selber daraus was machen. Das geht ja natürlich auch. Spezialisierte Befehlssätze wirst du halt dann selber entwickeln müssen. Ja, das ist halt genau der Punkt. Das wird halt dann, das ist ja bei Arm ungefähr auch so gewesen. ARM war ja eher, wo hat man ARM-Chips eingebaut, nicht da, wo man viel Leistung gebraucht hat früher. Genau. Ja. Und Wo hat das man hat sich jetzt halt. RISC-V-Chips drin? In dein Router zum Beispiel, in dein neuen. Ja, zum Beispiel, da hat man das drinnen, aber wenn sich das halt dann so weiterentwickelt, weil selbst Apple muss sich bei ARM das lizenzieren lassen. Genau, ja. Weil sie haben nicht von null angefangen. Ich meine, was bei Arm gar nicht geht. Naja, aber die Sache ist ja die. In dem Fall könnte jetzt Apple RISC-V-Prozessoren selber entwickeln, bauen, die kompatibel zu allen anderen sind, aber halt vielleicht manche Funktionen nicht haben. Dafür haben andere aber auch nicht die Funktionen, die Apple selber implementiert. Untereinander bleiben die kompatibel, aber gegebenenfalls mit unterschiedlicher Natürlich, Effizienz und natürlich, Performance. Das natürlich. heißt, Apple müsste da keine Lizenzgebühren abdrücken an das neue Konglomerat. Aber Das wenn ist. Apple nicht selber designen und entwickeln will, können sie doch halt das Know-how einkaufen und lizenzieren lassen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass die ganzen Großen wie Apple, Samsung etc. schon die ersten seit längerer Zeit laufen haben De zum de Testen. definitiv, definitiv. Da Also da. machen wir auch keine Gedanken und wir haben eh schon einmal drüber geredet. Also, ich glaube, in 10 bis 15 Jahren ist bei Apple der nächste Architekturumstieg wieder spruchreif. Ziemlich sicher. Ich meine, ich weiß, warum Qualcomm hinter RISC-V so dahinter natürlich ist. Weil Qualcomm will natürlich weg vom ARM. Ja, weil sie jetzt gemerkt haben, gegen Apple ist halt momentan nichts zu gewinnen. Aber
Naja, es ist auch das an Qual. Performance und Effizienz. An Ich meine, warte nur, der erste richtige Kim wärst das Jahr raus von Qualcomm. Ja, das sagst du Aber, immer, aber na, der letzte war ein Griff ins Klo. ja, das haben sie ja selber gewusst, dass der nicht besonders wird. Ja. Na, es ist so, Qualcomm zahlt relativ viel an ARM. Weil Qualcomm hat Das nur stimmt, ja. ARM-Chips. Genau, Also ja. Qualcomm zahlt sehr, sehr viel Geld. Und das ist natürlich schon klar, dass die langfristig da was anders haben Ja, will. genau. Im Gegensatz zu Broadcom, die ja mehr auf so spezialisierte Chips sind, die teilweise eh andere Architekturen sind, so Wi-Fi-Chips, 4G, 5G-Chips und so weiter, GPS-Module. Qualcomm ist eher die, was wirklich so ARM-Prozessoren in allen möglichen Ja. Geschmacksrichtungen raushauen, ja. Ja, so viel dazu. Ja, und jetzt was für die Clemens, also in Zukunft musst du einen neuen oder einen bekannten Anti-Allergiespray holen, der wirkt dagegen Covid und Grippe. Also das ist das Antihistamin Acelastin. Kriegt man den jetzt schon? Kann man Den das? gibt es schon immer. Ich meine, sie seien sich, also es ist sozusagen, sie haben einmal eine Studie gemacht und man ist zu der Erkenntnis gekommen, dass das sehr wohl positive Auswirkungen hat, dass man sich nicht so leicht ansteckt. Ist der apothekenpflichtig oder rezeptpflichtig? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Auf Shop-Apotheke habe ich davor das mit dem Wirkstoff gesehen. Ah. Also ist er wahrscheinlich apothekenpflichtig. Naja, Shop-Apotheke hat auch rezeptpflichtige Medikamente, In also. Österreich nicht. Doch? Muss ich das Rezept einreichen? Haben die das Haben mittlerweile? die ja. Oh, okay. Ja. Handelsnamen. Allergodil. Mein Gott, die haben meine Rezepte haben immer lustige Namen. Nasenspray. Ist apothekenpflichtig. Na dann. Okay. Gleich mal bestellen, oder? Bestellt 10. Bestellt 10. Allerdings muss man natürlich auch wieder aufpassen, wenn du nämlich zu lang Nasenspray nimmst, das kann durchaus auch schierche Folgen Zum haben. Beispiel. Du kannst sowas wie eine, wie nennt man das, eine feuchte Nase bekommen oder sowas, dann ist deine Schleimhaut so, weil die dauernd natürlich feucht ist, so extrem mit dem Zeug. Oder na, du kannst eine saure Nase kriegen. Das heißt, du hast dann so eine ganz schöne Nasenschleimhautentzündung oder sowas, die herangezüchtet. Ich habe übrigens, ja, muss ich dir mal fragen, ob du das mal gehabt hast, so im Rahmen von meinem zweiten Covid, In Rahmen, also die Suppe, die die einmal Rahmensuppe. durch die Nase gezogen. Ja, das ist eine gute Idee. Im Rahmen meiner zweiten, jetzt unlängst erfolgten Covid-Erkrankung, habe ich es auch wieder ein bisschen mit den Nebenhöhlen gekriegt. Meine Hausärztin hatte gemeint, das ist sehr interessant, dass die sonst mit Nebenhöhlenentzündung bei Covid erst recht eine kriegen. Okay, ja, sehr gut, danke für die Info. Da habe ich diesmal einen Nasenspray gekriegt, der normalerweise ist ein Nasenspray farblos und der geht einfach in die Nase und hat eigentlich keinen Geschmack. Ich habe da einen Nasenspray bekommen, der war bräunlich. Und enthält so Silberpartikel oder sowas. Und geschmacklich schmeckt er einfach wie ein rostiges Stück Eisen. Das klingt super Es geschmackig. ist. Und der saugt sich nicht so schnell in den Nasen ein. Das heißt, du spritzt dir den rein. Das kann sein, dass ein Tropfen wieder rauskommt. Das schaut echt aus, als würde ich gerade Nasenbluten mit bräunlichem Blut. Oh mein Gott, ist das ein ekelhafter Nasenspray. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Nein, das habe ich noch nie Noch gehabt, nie. zum Oh mein Glück. Gott, das war echt übel. Boah. Okay, gut. Schön, was du dir da geholt hast. Ja, muss ich für
vor allem gekriegt habe. Okay, gut. Also, was ist jetzt mit dem Anti-Allergie-Spray? Der hilft jetzt gegen Ja, du hast Corona, sozusagen, RSV und Influenza. es reduziert die Viruslast, die du in dir trägst oder aufnimmst. Aber es hilft jetzt nicht, wenn ich schon Also es ist jetzt nicht so, du Corona nimmst habe. das und bist hundertprozentig immun gegen Corona. Na, es hilft nur, dass du es nicht so einfach kriegst, Ja, oder? genau, das ist der Sinn davon. Also das heißt, du würdest als Beispiel in Das heißt, der... ich müsste das ganze Jahr den Nasenspray reinhauen. Ja, das wäre ein Täglich. Problem. Na, zum Beispiel, du könntest sagen, ah, okay, jetzt die Wochen habe ich extrem viel Menschenkontakt, jetzt haue ich mir das halt jeden Tag zwei, dreimal rein. Ah, okay. Was sich dann wahrscheinlich bei dir wieder ein bisschen erübrigt, weil du hast halt Familie und dadurch kriegst du sowieso alles nach Hause getragen. Ja. Also Wie auch meine letzte Covid-Erkrankung. in Summe, du kannst da eigentlich leider mal so ein komplett so eine eigene Kammer in dein Haus schaffen, wo du so eine Desinfektionszelle hast, wo nur du reinkommst und sonst keiner. Naja, das nennt sich bei mir Homeoffice. Ja, du Also musst nur so eine Schleuse mein machen, das Büro. ist noch wichtig. Du musst nur eine Schleuse Ja, machen. genau. Okay, gut. Also so wie bei der Folge, wo der Mr. Burns in sein Casino da nachher in Fichtenhecht Ja, genau. zusammenbaut. Wo dann komplett da drin bist und ja. Gut. Dass es komplett keimfrei ist. So, dann habe ich eine. Und muss ja, da können wir jetzt gleich zusammen recherchieren, ob sich das jetzt im Wohlgefallen aufgelöst hat. Ein Nutzer ist draufgekommen, dass seine Waschmaschine Das habe ich auch irgendwo gelesen. 3,57 Gigabyte an Daten hoch und 96 Megabyte overgeladen hat. Das ist Bis zum praktisch. 16. Januar, also bis vor knapp einer Woche, war die Ursache noch unklar. Weißt du, warum das die Waschmaschine gemacht hat? Ich gebe dir die Antwort drauf. Die hat die einzelnen Socken weggetan. Na, die hat diese Daten hochgeladen, um sie zu reinigen und dann seien sie sauber mit 96 Megabytes wieder runtergekommen. Ah, So, das ist. Die hat das gereinigt LG einfach. hat quasi die Ja, Daten ge Daten. gezippt, komprimiert. Sie haben es einfach sauber Sauber gemacht. gemacht, okay. Also, du siehst, was man alles erreichen Jetzt kann. muss ich sagen, es ist im Artikel. Im Artikel ist auch kein Update mehr dazu. Es hat zwischendrin einmal ein Update gegeben, dass jemand gedacht, dass man dem Nutzer da vorgeworfen hat, dass sein Asus-Router möglicherweise, weil er auch an seinen Hint geliefert hat, dass der Asus-Router dort die Erfassung des Traffics nicht korrekt gemacht hat, aber das hat er widerrufen und er hat das nachher noch einmal im Detail durchgetestet. Also von dem her ist es schon so, dass es wahrscheinlich so ist. Es ist aber trotzdem immer noch unklar und ich habe heute noch geschaut und nichts dazu gefunden. Nein, gestern nichts dazu gefunden. Deswegen wollte ich jetzt heute schauen, ob sich da schon was getan hat. Aber möglich, es hat dort dazu noch keine Äußerung dazu gegeben. Ein Nutzer hat angemerkt, dass es möglicherweise Diagnosedaten sind, aber 3,6 Gigabyte an Diagnosedaten von einer Waschmaschine finde ich schon ein bisschen hart. Selbst wenn es einen Fehler wirft und der die ganze Zeit versucht, die Daten immer wieder zu schicken, immer wieder zu schicken, immer wieder zu schicken und immer wieder zu schicken. Es wäre ein bisschen viel, weil ich glaube nicht einmal, dass das Betriebssystem der Waschmaschine insgesamt so viel Gigabyte hat. Ja. Und eine andere Ursache, die möglicherweise sein könnte und die dann für LG nicht so gut ausschauen könnte, ist, dass die Waschmaschine in einem Internet of Things Botnetz mittlerweile drinnen ist und einfach brav als böser Bot arbeitet und Malware verbreitet. Ja, das steht da weiter unten. Da ist G war nicht das erste Mal, dass sie da nachpatchen müssen. Ja, also. Ja, Leute, dürft ein paar Waschmaschinen nur ins Internet, wenn euer Leben davon abhängt und sonst nicht. Es ist
Ehrlich gesagt, das ist, ich meine, ich habe zum Beispiel, ich habe ja etwas, das habe ich zu Testzwecken einmal gemacht. Ich habe eine Philips Sonic Care Zahnbürste. Mit WLAN. Nein, du kriegst Bluetooth. Du kannst sie aber über die App mit Updates versorgen. Warum? Das ist es. Wenn ich da die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist, Warum brauche ich ein Update für meine elektrische Zahnbürste? Ich habe auch Sonicare, aber ich die frage mich hat nicht, kein warum Bluetooth, die das glaube ich. kann. Ich habe das gemacht, dann ist sogar ein Update runtergeladen worden, dann war das auf der Zahnbürste drauf, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich habe das dann danach wieder deinstalliert, meinen Account gelöscht und das war's. Also, ich wollte nur wissen, was passiert da jetzt. Ich habe gewusst, es wird nichts passieren und es ist genau das passiert. Also ich verstehe schon den Anspruch, dass man gerne ein paar so, bei einer Zahnbürste verstehe ich es nicht, aber bei einer Waschmaschine, dass man gern so eine Luxusfunktionen zum Beispiel hat, wie zum Beispiel, man ist im Büro und weiß, man fährt in einer Stunde, man hat die Wäsche schon in die Maschine getan, man will sie jetzt starten, damit sie fertig ist, wenn du heimkommst, damit du die Wäsche gleich aufhängen kannst, damit du nicht zu viel verknittert oder was auch immer. Aber das darf doch Na, bitte nicht der einzige Grund sein, der Waschmaschine Zugang zum Internet zu erlauben. vor allem, weißt du, was ich bei den Dingen nicht verstehe? Gell? Die Dinger werden mittlerweile so komplex, aber was die nach wie vor nicht können, zum Beispiel, ich wasche ganz gerne mal meine antiallergenen Kopfpolster, auf die ich schlafe. Und jetzt seien die halt, der eine Polster ist relativ groß, das ist so ein Rechteck und der kann halt relativ viel Wasser aufsaugen, natürlich. Natürlich. Jetzt ist halt relativ blöd, wenn du den schleudern willst, weil der relativ schwer am Anfang ist. Genau. Das heißt, da merkst du dann, dass die Waschmaschine das Problem hat und die Waschtrommel halt gegen die Seiten schlägt. Genau. Das heißt, bei zu hohe Drehzahlen. Aber was ich nicht machen kann, das kann nach wie vor keine Waschmaschine, dass ich zuerst einmal einstelle, schleudere einmal bitte eine Minute mit 100 Touren, dann gehe auf 200 auf für Genau. eine Minute. So, das geht Das nicht, schaffen sie nicht. aber jeder andere Schaß Geht. geht. Ja, warum geht sowas nicht? Die Waschmaschine hat, die haben ja eine Unwuchtkontrolle und eine Ja, richtig. Unwuchterkennung. Die schalten ja zum Beispiel einen Alarm, wenn, die schalten ja aus, wenn es Unwucht ist. Warum schaffen die das nicht, wenn sie jetzt merken, oh, ich habe jetzt gerade einen Waschgang gehabt, ich habe jetzt gerade Wasser abgepumpt, es ist nicht so viel Wasser runterkommen, wie ich eigentlich reingepumpt habe. Ergo, die Wäsche muss noch sehr, sehr nass sein. Na, Das ist ja ganz eine normale Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. ihr wart hinter, weil das ist so kann ich ich möchte einfach nur über meine App oder irgendwas einstellen können. Bitte schleuder jetzt eine Minute. Da könnten sie ja so eine Linie machen. Eine Minute mit 100, Brauchst du dann keine App, 30 Sekunden. das soll man ja einfach nur schonender Schleudergang von 0 auf 1000. Das Das wäre ein eigener Knopf zum Beispiel. wär zum Beispiel auch voll okay. Super, Warum gibt es wunderbar. sowas nicht? Na, es ist unmöglich, vergiss es. Nur Grafel kommt da rein. Ah, ja, unter Botnetz. Na, echt. Ja, das. Es ist. Da haben wir das gleiche Problem wie bei den E-Autos. Es ist Aber das wieder ist das zumindest. so vollkommene gleiche Problem. Eins muss ich da zumindest sagen, die Zahnbürste von Philips macht es zumindest so gescheit, dass ich mich zuerst mit der App verbinden muss und dann über mein Smartphone das Update an die Zahnbürste drüber Ja, gespielt ja. wird. Und das wäre bei der Waschmaschine auch 10-mal gescheiter. Zum Beispiel. Weil dann ist zumindest, weil beim Smartphone kann ich davon ausgehen, okay, da sind ein paar Updates und das ist halt insgesamt leichter zu warten als jetzt jedes Waschmaschinenmodell von LG. Und für jeden Dreck brauchst du dann einen Account, da brauchst du einen LG-Account für die Waschmaschine, einen Miele-Account für den Miele-Geschirrspüler, ein Samsung-Account für die Samsung-Mikrowelle, ein Bosch-Account fürs Bosch-Backrohr mit der Bosch-Herdplatte. Ja, du hast halt nur Du mal brauchst einen Apps. Sonic, einen Philips Sonicare-Account für die Philips Vielleicht. Sonicare. Du, Ja, du, ähm,
was kommt als nächstes? Für ein Buttplug-Account bei Orion.at, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es das eh für die Sexspielzeuge, dass man auch noch irgendwelche Accounts und Apps braucht. Das haben wir ja eh schon Ich mal glaube, in der das haben wir mal Sendung gehabt, gehabt. ja, stimmt. Also da war ja irgendwas, dass die quasi fremdgesteuert worden sind. Stimmt, ja. Also von der, also, das ist eh schon leimer wurscht. Es Also ist unglaublich. Das, man, das ist so, ja, na, das wird noch, das nimmt ganz tolle Züge an. Ja, das ist echt ein Spaß. Also, du hast da Hardware daheim und prinzipiell kannst du davon ausgehen, okay, deine Mikrowelle macht nicht nur dein Essen warm, sondern ist auch noch innerhalb eines Botnets Du, es, und tut in Bitcoin ein, minen. ja, ich meine, gut, die Waschmaschine wird zu wenig Leistung dafür haben, aber theoretisch ja, wäre es Ja. möglich. Nein, es war ja noch besser. Ich habe jetzt einmal daheim einen alten Fernseher, weil der ist halt umgestanden und der hat halt einen Ethernet-Anschluss gehabt, den hast du ans Internet dann anstecken können. Dann hat er ein Software-Update machen wollen, das habe ich ja gesagt, ja, mach. Danach war das ein Ziegelstein. Was? Das Update hat den hingemacht. Das Update hat den danach zu einem Ziegelstein gemacht. Weil der war dann in einer Dauerloop, in einer Dauerbootschleife drin. Wow. Das Lass mich heißt, raten, LG. nein, war Samsung Ah, in dem Fall. oh. Ich meine, er war aber 10 Jahre alt, gell? Das sage ich jetzt auch Ich dazu, habe wenn du da so einen sowas. 10 Jahre alten 4K-Fernseher von Samsung. Ja, 10 Jahre wird er nicht. Na, 10 Jahre? 8 Jahre. Oh, ja, 8 Jahre wird er jetzt sein. Und der hängt aus gutem Grund nicht im Internet. Nein, weil ich habe da zum Beispiel über Samsung-Monitore darf ich nichts sagen. Ich habe da vor mir in Wien einen Monitor stehen, einen LED. Der Samsung, der ist ohne Witz, ich glaube, der ist über 15 Jahre alt. Der hat Full-HD-Auflösung. Also, Paneele können sie ja. Das das ist, also, Samsung-Paneele und und, LG-Paneele sind in ja. allen Fernsehern auf der Welt verbaut. Und was ich sagen muss, der hat einen riesengroßen Vorteil, dieser Monitor, weil das Netzteil extern ist. Das heißt, der erzeugt innen drin fast keine Wärme. Ah, okay, ja, okay. Deshalb haltet der auch so lang. Also, ich wäre traurig, Ah, wenn der okay. irgendwann den Geist Ja, aufgibt. verstehe, was du meinst, ja. Also, ich wäre echt traurig, wenn der irgendwann den Geist aufgibt, aber sagen wir so, der war sein Geld mehr als wert. Ja, also da der Samsung-Monitor, also mein alter Samsung-Monitor, der müsste jetzt auch schon um die 10 Jahre alt sein. Der, den da meine Frau am Schreibtisch stehen hat, der hat da externes Netzteil. Meine zwei AOC, die haben beide ein internes, Leider, wobei der mittlerweile auch schon 8 Jahre alt ist. Also. ja, leider muss ich sagen, bauen sie ja mittlerweile keine externen Netzteile. Es ist ja alles immer intern. Okay. Ja. Weil es ist schade, ich meine, klar, es schaut natürlich schöner aus, braucht man nicht reden. Aber ja, es hat schon Vorteile. Ja. Okay, ich bin he. Aber Samsung kann ich echt so, was so Fernseher, also ich meine, Menüführung, OS, ja, okay, darüber kann man streiten bei den neuen. Ja, klar. Ich meine, Fernseher haben generell ein furchtbares Menü und ein furchtbares Operating System, Ja. aber ja, das ist halt so. Aber sonst darf ich nichts sagen über Monitore. Aber bei diesen ganzen Gerätschaften, ja, ich muss da auch sagen, also wenn ihr mal schon so die ganzen Funktionen mit Internet, Apps etc. anbietet, dann gibt es mir aber auch wenigstens coole Funktionen. Weil was bringt mir das, dass der im Internet hängt? Und es wär, passiert eigentlich nichts, außer dass der im Internet hängt. Ja. Weil, was soll ich tun? Ich meine, nebenbei, was du angesprochen hast, dieses Szenario mit, du bist nicht daheim, Waschmaschine einschalten, das ist ja so, das ist ja so ein Risiko, weil theoretisch, da wird er ja, wenn, sagen wir, da die Waschmaschine jetzt, wenn dir die Wohnung unter Wasser setzt, hättest du ja theoretisch ein Haftungsproblem. Zum Beispiel, ja. Weil du warst nicht daheim, offiziell, wie du die eingeschalten hast. Wobei die Aquastop-Geschichte eh eine mechanische ist und Ja, wenn auch nicht drin prinzipiell ist, ja. sollte es ja unabhängig davon Ja, du, funktionieren. so, nehmen wir ein anderes Beispiel. Sagen wir, die hängt am Internet, jemand hackt sich in deine Und die Waschmaschine. holt sich die Sag, ganze Zeit Wasser.
bis sie übergeht. Zum Beispiel, Ja. ja, ist was weiß ich, ist ja dann alles möglich. Genau, das ist also Sache, die es sein könnte. Er kann die Tür öffnen, also zumindest entriegeln, die Waschmaschine voll machen und das suppt er dann die ganze Zeit das Wasser raus. Ja, oder was weiß ich, oder er sagt, er lässt da die Schleuderfunktion so hoch auf wie dran, dass die Waschmaschine da reißt. Zum Beispiel. Oder Schla Also Ja, theoretisch. natürlich, ja, stimmt. Und nichts für ungut, aber alte Waschmaschinen, die nicht im Internet hängen, haben auch die Möglichkeit, eine Zeitvorwahl zu machen, sodass du in der Früh beim Richtig. Verlassen des Hauses ja schon feststellen kannst, bitte fang in 9 Stunden mit Waschen an. Das geht theoretisch Ja, auch, ja. und Also, damit es dann auch nicht verknittert, gibt es die Funktion Knitterschutz auch. die gibt's auch, Ja, ja. also man muss nicht alles neu Vor allem, erfinden und mit Technik erschlagen. ich bin auch der Meinung, ich kann die Waschmaschine im Regelfall einschalten, wenn ich daheim bin. Also, ich habe jetzt nie, ich glaube nicht, dass eine Waschmaschine in dem Moment, wo sie fertig ist, innerhalb von 5 Sekunden ausgeräumt werden Und ich muss. glaube, wenn jemand noch einen Arbeitstag heimkommt, hat er jetzt nicht unbedingt den Need, jetzt da die Waschmaschine auszuräumen und die Wäsche aufzuhängen. Ich halt nicht. Das Das ist nicht der, ist das ist nicht mein erster Gedanke, wenn ich heimkomme. ich meine, ich bin sehr oft fasziniert von so Waschmaschinen, wie einfach die an so gewisse Dinge machen. Also das fasziniert mich schon. Aber wenn ich mir denke, du müsstest das jetzt alles von Hand waschen, das wäre furchtbar. Aber sonst ist mir das ehrlich gesagt ist auch nicht mein erster Gedanke, oh ja, Waschmaschine einschalten. Ja. Gut. Entschuldigung. Das war Gut, zu laut. also wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Ah ja, Mickey Mouse sozusagen, also Dampfschiff Mickey oder wie das liebevoll geheißen hat, das hat ja das Copyright verloren. Ja. Ist jetzt Public Domain. Wer die Mickey Mouse? Ja, Ach so, der Film, ja. ja, nein, also sporst du jetzt trotzdem bitte den Link aufzumachen, weil YouTube wird es wahrscheinlich trotzdem copyrighten. Wieso spielst du jetzt das Video ab? Na, das ist beim Word-Artikel nicht nur. Was das Witzige ist, also das heißt, dieses Ding wäre ja jetzt eigentlich, das könnte ja jetzt jeder verwenden, diese Steamboat Willie, diesen Steamboat Willie Zeichenstil von Mickey Ja, Mouse. genau, ja. So, natürlich, Disney, hat ja natürlich andere Ideen. Ah, okay, So, jetzt jetzt gehen sie verstehe. halt auf die Musik. Okay. Ja, ich habe eh keine Musik. Nein, aber ich weiß nicht, wie. Ich glaube, da habe ich mittlerweile noch mehr Geschichten gelesen, dass Disney da auch noch andere Methoden gefunden hat, dagegen vorzugehen. Zumindest versuchen sie es. Okay. Also, ich meine, du kannst es wahrscheinlich anklicken. Ich weiß nicht, wie streng das YouTube im Moment wieder nimmt, wegen, dass sie Es ist das ein Bild, was wieder. soll da jetzt passieren? Ja, bei den Vereinen weiß man ja nie. Ja. Okay. Ah, jetzt gehen sie gegen die Musik. Ja, und ich glaube, noch irgendwas anders. Sie versuchen jetzt nur irgendwas anders. Oh mein Gott, ja. Wen interessiert der alte Scheiß noch? Ja, das ist, ja, gut. Ich meine, das kommt später noch einmal ich hab's bei die Spaßpicks dazu gegeben. Okay. Aber ja, also es ist sozusagen Disney lässt nicht locker. Sie haben sie eben mehrfach ausgezögert. Den Auslauf des Copyright haben sie zwei oder Sie dreimal werden es. rausgezögert. Jetzt ist es noch ein endgültiger Mal gefallen. Aber jetzt versuchen sie es halt auf anderen Wegen, ja. Ja, sie werden es ja immer. Also Disney gibt da nicht so schnell auf, Als da kannst hätte du das ganz. Video irgendwie noch eine Monetarisierungsrelevanz. Als Ja, da geht es einfach. würde Disney daran noch Geld verlieren, wenn es jemand anderer jetzt öffentlich macht oder öffentlich stellt. Da geht es nur rein ums Prinzip.
Okay. Weil man, ja, okay. Dann haue ich schnell noch eine Sache eine. Weil wir davor bei Unternehmen waren, die Autos bauen und keine Software liefern, keine Software-Updates liefern. Ist Apple iKOS wird wahrscheinlich dann mindestens 6 Jahre Software-Support kriegen. Okay, passt, das war's. Ich glaube nie, dass Apple ein Auto auf den Markt Das bringen wird. ist, kommt jedes Jahr kommt's einmal auf. Ich glaube es nicht, weil warum? Ich schicke den. Jedes Jahr kommt es einmal ein oder zweimal auf und jedes Jahr ist es 4 Jahre in der Zukunft oder 5 Jahre. Das Apple Car ist sowas wie der Fusionsreaktor der Elektroautos. Immer in der Zukunft. Immer. 2030, 2035, 2040. Immer in der Zukunft. Ich glaube höchstens, dass Apple so ein Betriebssystem, das kommt von Apple fürs Auto, das ist ganz sicher. Ja. Nur sie werden kein Auto bauen, weil ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ich Wie glaube wir eher, gesagt dass haben, die die wahrscheinlich so. Komplexität ist sehr gering, aber zu einem Auto gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Auf Nee. Software-Seite. Wir machen mir jetzt bei Apple wiederum am wenigsten Sorgen, dass die Kack-Software machen. Sie machen keine gute Software, aber immerhin halten sie sie laufend im Schuss. Das kann man sagen. Oder lang im Schuss. Ich glaube Aber einfach, dass warum die. soll es sein? Warum? Ich schätze einfach, dass die das Folgende machen werden. Die werden ein Betriebssystem entwickeln, werden mit gewissen Herstellern Partnerschaften eingehen Ja. und werden denen sagen, ihr müsst die und die Voraussetzungen erfüllen, ihr müsst so und so eine Displays einbauen. Und dann wird da einfach halt, was weiß ich, nennen wir es liebevoll, iOS drauf rennen. Genau. So wie Android Auto. So wie das Android Genau. Auto. Punkt. Oder Android. Genau, Das fertig. heißt ja Android Auto, oder? Das heißt Android Ja, Auto, genau. ja. Ein Infotainment-Betriebssystem für Ja. das Auto, das auch teilweise Ja, ich glaube tiefer einfach nur, dass. integriert ist in die Autoelektronik als Richtig. ein einfaches CarPlay Ja, oder genau. Google CarPlay oder wie das Genau, heißt. ich glaube halt einfach, dass Apple dort zum Unterschied von Google halt einfach ganz klar gewisse Premium-Hersteller nehmen wird und seinen sagt, okay, wir schreiben eigentlich diese Spezifikationen vor, die müsst ihr erfüllen. Genau. Und sonst seid ihr kein Partner von uns. Genau. Und genau auf das kann ich mir auch vorstellen, genau auf das wird es ausgelaufen. Dann gibt es halt KOS oder wie das, oder AutoOS oder wie es halt nachher Ist ja immer dann heißen wurscht, wie es. wird. Das wird nachher genauso einen Lebenszyklus haben. Würde ich sogar nehmen, vielleicht einen längeren Lebenszyklus, aber so in die Richtung wie 7, 8 Jahre mit 6 bis 8 Jahre mit Major Updates und dann Sicherheitsupdates und irgendwann obsolet, fertig. Genau, ich glaube einfach, dass die sich halt deshalb Premium-Hersteller raussuchen werden, weil das einfach Leute sein, die ihr Auto noch 3 bis 5 Jahre weggeben und dann ist es nicht mehr sein Problem. Genau. Ge Und die werden wahrscheinlich auch den ARM-Chip zur Verfügung stellen für die Autos und fertig. Oder was halt dann auch immer drin sein mag. Aber und so kann ich mir das vorstellen. Ja. Da sind wir uns sehr Jetzt, einig, also die werden kein Auto bauen. also wäre für mich die Überraschung des Jahrhunderts. Aber du, wer weiß. Eine Sache, die ich cool von Amazon zum Schluss finde, Amazon will einen Casting-Standard, also so wie man das von, wie heißt es liebevoll bei Apple, AirDrop nennt, will Amazon übers Meta-Protokoll einen Standard schaffen, der komplett offen ist, um sowas zu ermöglichen. Also das heißt, alle Hersteller oder alle Softwareanbieter sollen auf diesen Meta-Standard dann Ah, setzen. über Meta, okay. Über Meta, genau. Meta war gut, weil da ist Apple A drin. Ja, das war Meta-Casting und dass das alles der gleiche Standard ist. Das heißt, es wird da keine spezifische Hardware dafür gebraucht und du kannst dann, es ist dann nicht so, wie wir jetzt haben, Apple AirPlay, Google Chromecast, AirPlay heißt so nicht AirDrop.
Das heißt, dass das wirklich einfach ein einheitlicher Standard ist. Es Ich meine, mir ist jetzt klar, warum Amazon natürlich einen offenen Standard haben will, weil sie nichts haben in die Richtung. gibt schon einen Was gibt's an? Standard. Ja, aber der ist trotzdem geschlossen. Na? Ja, du kannst, Airplay geht nur Nein, nein, auf. Airplay ist ja kein Standard-App. Airplay ist ja eine Apple-eigene Sache. Ja, und Chromecast ist auch eine eigene Ja, aber der Sache. Chromecast baut auf dem vorhergehenden auf. Ja, aber das Problem ist das, du musst zum Beispiel Chrome öffnen Ja, oder ja. Google-Anwendung, dass du den verwenden kannst. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wait a moment. So, ich hole mal leider schneller Wasser. Ja, nein, dann schaue ich in der Zwischenzeit kurz noch, weil es hat ja diesen. Helft mir auf die Sprünge, liebe Hörer und Hörerinnen. Da hat es ja. Weil wir haben ja das schon früher machen können, wenn ihr euch erinnert. Wir haben ja zum Beispiel schon früher die Möglichkeit gehabt, auf ein Home-Media-System etwas auf einen Fernseher weiter zu casten, ganz ohne dem Apple AirPlay und dem Chromecast Standard unter Anführungszeichen. Es hatte davor ja schon einmal So, so entschuldige, Streaming aber das hier. over Net Standards geben. Stimmt. Google Cast Protokoll, stimmt. Jetzt bin ich glaube ich der ganzen Sache auf der Spur. Auf der Spur. Ja, weil es hat das schon einmal vorher gegeben. Google Cast war das Protokoll, was später zum Chromecast geworden ist. Ja, okay. Und das Google Cast, wir hatten das. Das Open Cast oder Open PD, irgendwie so hat das geheißen. Das war. Gib's in ChatGPT ein. Ich hab's jetzt da nicht offen. Ich weiß jetzt nicht, wie mir was meine Credentials nicht, aber es hat ja schon einmal einen so einen Standard gegeben. Ja, vielleicht finde ich es auch einen heiß. Ich kann mich nämlich sehr gut daran erinnern, weil so von einem Medienzuspieler auf dem Fernseher, das habe ich schon gemacht, bevor es den ganzen Mist überhaupt gegeben hat. Also jetzt mit den unterschiedlichen proprietären Protokolle. Da hat es was gegeben. Der war nicht gut. Der war ja halt der damaligen Zeit entsprechend. Wahrscheinlich gibt es den deswegen jetzt so in dem Fall nimmer, weil sich einfach die Datenmengen geändert haben, die darüber. Ja. Smooth Streaming? HLS was nicht Dash. Dash? MPEG Dash, da hat es einmal sowas gegeben, das war was anderes. Ja, irgendwie ganz im Hintergrund. Oipf. Oipf, sag mal auch noch was. Der Clemens ist da etwas ganz Großes auf der Spur. Ja, es ist egal. Vielleicht finde ich es noch irgendwo. Es hat einmal sowas gegeben, an AV-Streaming-Standard. Das hat es einmal. Ja, ich probiere jetzt noch einen Versuch noch. Also, darf ich mal fragen, nach was du genau suchst? Dem Standard, dem alles andere zugrunde liegt, auf dem nachher Google und Apple ihre proprietären komischen Protokolle aufgebaut haben. Was ja jetzt der Grund von Amazon ist, warum sie ja gern wieder mal einen offenen Standard hätten. Es hat so was quasi Offenes, hat es eben schon einmal gegeben. Aber ja, leider käme ich einfach nicht drauf. Aber es hat so einen Cast-Standard schon einmal gegeben.
Vielleicht war es auch nur eine proprietäre Sache, aber war damals weit verbreitet. Warte mal. Ja, aber okay, vielleicht ist nicht so Also, tragisch. warte mal, ich habe das jetzt in ChatGPT eingeben. GPT. GPT, ich verwechsel, ich werde es, ich GDP. glaube, ich krieg das nie mehr in meinen Schädel rein. GDP ist das Bruttosozialprodukt, oder? Ja, ich krieg keine Ahnung warum. Oder? Google und Apple haben ihre eigenen proprietären Technologie für ein Schädelprodukt entwickelt, bekannt als Chromecast. Beide haben diese Technologien unabhängig entwickelt und basieren nicht direkt auf einem gemeinsamen offenen Standard. Nicht. Okay. Na? Na, eben. Es hat. Na, das sind. Und statt für das Streaming wie die Digital Living Network Alliance und Miracast. DLNA. Ja, genau. Ja. Und Miracast. Ja. Ja, genau. D21. DLNA und Miracast. Super ChatGPT. DLNA, genau. So habe ich Also das sie gemacht. wurden aber Ja. nie als Basis Ja, verwendet. okay. War nachher nicht die Basis. Okay. Aber es hat sowas in der Richtung schon einmal gegeben. Und Mira. Und Miracast, weil da hat es Miro gegeben. Der hat das gemacht und Miracast, glaube ich, war sogar genau bei der Wi-Fi Alliance. Genau, das ist von denen, die wo das Wi-Fi verbrochen haben. Die haben Wie viel? da hast du nämlich die Möglichkeit, da hast du nämlich die Möglichkeit gehabt, HDMI ähnliche oder beziehungsweise HDMI Signale, das steht eh da, HDMI Informationen, HDMI Signale darüber. Übers WLAN zu schicken. Genau, und dann hat es von Samsung das All-Share gegeben, das Smart-Share bei LG und das Screen Mirroring bei Sony und so weiter und so fort. Genau, Miracast. Miracast und DLNA, das waren die zwei Sachen. Super, danke. Jetzt bin ich wieder gescheiter. Du bist wieder gescheiter. Ja, perfekt. Na, es ist das, also ich verstehe, ich meine, ich weiß, warum Amazon jetzt an auf einmal einen offenen Standard will, weil wenn sie in der Online-Situation wären, hätten sie das nie vorgeschlagen. Ja, Amazon ist halt jetzt in der Lage, sie sind der Medienempfänger. Genau, richtig. Also sie brauchen einen offenen Sie brauchen Standard. einen offenen Standard, sie sind ein Medienempfänger, sie wollen weiterhin der Platzhirsch sein und nicht an Google und an Apple ihre Marktanteile als Streaming-Hardware abgeben, weil du schon Genau. willst ja Fire TV daheim haben, willst aber trotzdem deinen Kunden die Möglichkeit geben, von allen möglichen Zuspielern Richtig. drauf Sachen hinzuschicken. Genau. Genau. So. Ich bin nicht sicher, ob die an zwar mitspielen werden. Ja. Also, ich bin nicht ganz sicher. Weil beide halt da. Na, Google hat ja gar keinen Streaming-Service in dem Sinn. Jawohl, YouTube. Okay. Das schon, aber denen ist es wurscht, weil YouTube will ja ihren Chromecast überall Ja, reinbringen. richtig, ja. Ja, das kann schwierig werden. Wenn Amazon allerdings im Konsortium von Meta sitzt und das Domse, und wenn Amazon das bei Meta durchbringt, nachher ist prinzipiell Apple, die ja auch drin sitzen und sich Dazu verpflichtet haben, verpflichtet. Ja. Das umzusetzen, dann müssen sie es umsetzen. Ob sie es dann in jeder Hardware einsetzen, ist dann halt eine andere Frage. Ja, das kennt. Also, ich meine, ich darf es mir persönlich sogar wünschen, dass das wirklich passiert. Ja. Also, das wär richtig vorteilhaft. Andererseits. Ja, stimmt schon. Ich kann meine Airplay-Sachen auf dem Fire TV-Stick auch nur deswegen abspielen, weil ich eine Airplay-App auf dem Fire TV drauf habe. Richtig, die aber eigentlich schon wieder relativ komplex zu installieren ist für einen Otto-Normalverbraucher. Genau, die lässt sich nämlich nicht einfach so aus dem Store installieren, Ja. sondern die kriegst du nur per Sideloading drauf. Ja, genau. So. Und die Ist halt. unterstützt natürlich nicht den vollen Funktionsumfang vom Sagen wir so, eigentlichen sie ist. Airplay. Ja, sie ist eine Notlösung, aber Ja, super ist sie nicht. stimmt, Also, ja. ich habe die gleiche auch in Verwendung. Sie funktioniert, aber sie ist nicht geil. Na, das stimmt, ja.
Also, ich bin sogar schon so weit, anstatt der mal einfach ein langes HDMI-Kabel zu bestellen. Habe ich jetzt bei mir da im Homeoffice genauso gelöst, ja. Ja, aber ja, das ist halt genau das, weil Apple will natürlich auch seine Apple TV verkaufen. Ja, ist halt alles das Ding, aber prinzipiell wär's löblich, wenn es passieren würde. Also, ich tue jetzt so, da du jetzt da sehr, sehr wenig Themen hast, Eins. fange ich einfach einmal an, Fangen wir okay? mal an, ja. Jetzt etwas ganz was eher Kurzes. Also, PS Plus kommt jetzt auch auf dem PC. Also, das heißt, du kannst dann da auch streamen. Also, das heißt, dann kannst du in Zukunft PlayStation-Titel über die Cloud am PC spielen. Ohne PlayStation. Ohne PlayStation, ja. Ach so, aber Cloud Gaming, ja, okay, ja. Ja, mich überrascht es nicht, dass der Move kommt, weil Sony wird das, sie werden fast gezwungen sein, das zu machen. Weil? Microsoft Game Pass. Das heißt, Sony hat ja nur ein Gerät, wo ihre Spiele drauflaufen. Und es wird halt immer schwieriger werden, Leute, sagen wir, sie wählen, keine Ahnung, ein Exklusivspiel wie, was war denn exklusiv, Spider-Man. Oder was weiß ich, Horizon oder Final Fantasy oder irgendwas, was halt exklusiv zuerst für die PlayStation rauskommt. Es wird halt immer schwieriger, jemanden zu überzeugen, kauft da 500 € Konsole für ein Spiel. Ja, das stimmt, ja. Und da ist halt besser, der zahlt da die $30 nachher noch 30 € für das Cloud Streaming für einen Monat. Und natürlich, weil halt Microsoft kehren ja mittlerweile die größten Game Studios. Ich bin aber gespannt, wann Nintendo den Schritt macht. Ich glaube nie. Nee. Niemals. Also, Warum? ja, es ist das, das ist für mich nach wie vor ein Rätsel. Nintendo ist echt eigentlich die gierigste Firma, was ich kenne in dem Bereich. Ja, die verkaufen dir die alten NES-Spiele jedes bei jeder Konsole wieder. Zum Originalpreis. Ja. Und die sind noch Und die immer Leute die netten. kaufen's. Ja, und die stehen noch immer so da, na, die sind so super Nintendo. Nintendo ist ein Scheißverein. Also von den her, ja, also die zocken die richtig ab. Ja. Also die wissen, wie es da das Geld aus der Tasche ziehen. Man, ja, sie kennen es halt. Es ist ja allein das, die Switch ist für mich nach wie vor, du verkaufst uralt Hardware und die Leute blechen dafür. Schön. Verkaufst uralt Hardware für 250 bis 300 Euro. Verkaufst eine Spiele, die mit Mühe und Not 30 Frames pro Sekunde schaffen? Das ist ja Mit Mühe und Not? auf einem kleinen Display. Du. Sobald das jetzt in Stock steckt, hat da keins mehr 30 Ja, Frames. du verkaufst aufgewärmte Klassiker aus den 80er und 90er Jahren um 5, 6 Euro, wo du nichts tun musst, weil du eh einen Emulator drin laufen hast. Wobei und Nintendo auf der anderen Seite ja so gegen die Emulatorenhersteller ist. Ist es sogar nicht so, wenn du die NES-Spiele spielen willst, musst du ja ein Abo abschließen bei seinen Ja, mittlerweile. mittlerweile. Wobei man da dazu sagen muss, das Abo ist ja zumindest im Vergleich zu Microsoft und PlayStation ja günstigst. Ich Naja, glaube, ich habe 38 Euro ins Jahr gezahlt. du brauchst aber ein NES-Abo, ein Na? SNES-Abo, nicht, ist Na, das na. alles in einem? Das Einzige, für was du ein paar Euro drauf zahlst, das ist das Nintendo 64-Abo. Aber das klassische, glaube ich, Nintendo, kostet Nintendo-Abo? Wie hat denn das gekostet? Abi. Abo. Nintendo Abi. Mitgliedschaft, so. Genau, Switch Online, erster. Da hast du das Abo mit. Natürlich sehr
großartig schöne Seite, wo man nicht weiß, was jetzt da eigentlich genau die Optionen sind. Danke, Nintendo. Ah, da, okay, warte mal. Okay, du hast da NES und SNES hast du beim Ohren, das kostet im Jahr 1999. Und wenn du Nintendo 64 und Game Boy Advanced mit aufnehmen willst, plus ein paar kleine Spiele und so, Mega Drive, dann zahlst du 39 € pro Jahr. Das ist, sagen wir mal, so okay, würde ich sagen. Boah, das ist, nein, das ist, weißt du, was ich das, 30 okay. es ist, jetzt verkaufen der D, glaube ich, echt, wie du gesagt hast, jetzt wärmen der D denselben Semmel zum 8. Mal neu Naja, auf. es ist, ja genau, die machen das eigentlich fast genauso fies wie Dings bei GTA. Dagegen ist ja GTA heilig. Na, wieso? Das wird ja bei jeder Konsolengeneration für den Neupreis neu verkauft, obwohl sich nichts geändert hat. Ja, Oder eh, das aber das alte ist Red Dead Redemption. aber das kommt zumindest nicht. Weißt, wir reden da jetzt von, wann ist der Nintendo 64 rausgekommen? 96, glaube Hey, das ist so alt. ich. Ich will ja nichts sagen, ich rede ja nicht einmal vom Nintendo 64, ich rede vom originalen Super Mario oder vom ersten Zelda. Das ist Ja, eh. Ende 80, Anfang 90, das ist Ende 80. Das ist so brutal. Also, das ist, boah, das ist, also, das ist so derb. Aber es aber kostet im Endeffekt nur 3 € im Monat. Also das ist noch vernachlässigbar. Aber trotzdem, du hast schon recht. Es ist schon ein bisschen Ja, na, frech. na, eh vor allem, weil es ist ja das Harte ist ja, wenn du jetzt auf der, ich glaube, wo jetzt als nächstes die Services, die Online-Services abgedreht werden, ist die Nintendo Wii U. Das heißt, alles, was du da gekauft hast, online, Ist ist de weg. facto, kehrt dir nicht mehr, ist Ist weg. weg. Das wird mit Switch-Content in 6, 7, 8 Jahren noch genauso passieren, ja? Das ist, ja, na, vor allem den Cloud-Content besitzt du sowieso nie mehr. Ja, genau. Also das heißt, das Nintendo 64-Spiel, das dir so gefällt, das kaufst du Ja, auf der, in auf dem die, Fall kaufst du es ja eh nicht, sondern du hast ja nur ein nein, Nutzungsrecht. aber dann bei der nächsten Ding kannst du das Abo für 60 € Ja, abschließen. sicher. Weil dann sind ja die Switch-Spiele auch noch drin. Dann können die Switch wieder ein, ja. Wobei diese Spiele ja, es ist ja das allein der Wahnsinn, was das Mario, was für die Switch, mein cooles Spiel, ich nehme seinen ja nichts weg. Das Mario für die Switch ist super cool. Ja. Nur für das nur immer 70 € zu verlangen, wenn das kaufst, das ist einfach pervers. Nintendo kann das machen. Ich weiß, Sie kennen, das ist das Problem. Es ist pervers nach wie Das vor. Spiel ist nur auf einer Plattform verfügbar. Ich Sie weiß, können es es machen. ist. Sie sein, Nintendo ist das Apple im Videospielbereich. Ja. Sie können echt das Außerbringen, da 100 € draufschreiben und die Leute würden es kaufen. Sie haben es ja getan, weil das eine Spiel, wo Mario Sunshine, Mario 64, also die Spiele von also die großen Mario-Titel von Nintendo 64, GameCube und Wii Genau, ja, hat das es hat's im gegeben, ja. Dreierpack gegeben, also in einem Bundle gegeben. Das haben sie ja mit begrenzter Stückzahl verkauft und das kriegst du jetzt gebraucht nicht unter 150 €. Ja, ich weiß, das ist Irrsinn. Das ist Irrsinn. Ja. Also, du greifst da echt am Schädel. Ja. Du denkst, das gibt's nicht, hey. Eigentlich geniales Konzept. Es ist von den her ein geniales Konzept, aber Und diese. Nintendo und Apple verbindet ja nicht nur das. Also beide waren schon kurz vorm Niedergang. Nintendo Richtig. noch ein GameCube-Desaster und noch einem eher schwachen Nintendo 64 war seinerzeit voraus. Er war einfach, aber er war zu teuer. Und die Spiele haben nur, keine Ahnung, das größte Modul, glaube ich, hat 128 Megabit gehabt oder sowas. Also sie haben sich sehr viel tricksen müssen, damit sie die Spiele überhaupt Platz haben auf den Module. Deswegen waren die Grafiken zwar cool 3D, aber die Texturen eher meh.
Und das hat Nintendo ja nachher fast das Genick gebrochen, weil der Absatz von den Spielen eher mau war, die Spiele ja, die Module so teuer waren. Ja, Da, ja, das, ja. da nach Nintendo 64 ist es ihnen nicht so gut gegangen, als sind sie auf den GameCube gewechselt mit den proprietären Mini-DVDs da. Da haben sie aber keine Chance gehabt gegen die kurz zuvor erschienene PlayStation 2. Na. Und da war Nintendo mal kurz vorm, jetzt ist aus und over, und dann haben sie die Viewer wie außen gebracht und dann, ja, waren sie Ja, zurück. ich muss sagen, mit der Wii, das ist wahrscheinlich, wenn ich es so zusammenfasse, das ist wahrscheinlich die coolste Konsole, die Nintendo je rausgebracht hat. Ja, weil mit den Bewegungssensoren, Also ich das weiß war nur, die was haben es komplett geschafft. Neues. Also die haben es geschafft, während mein Studium in der WG, wir haben einfach echt einen ganzen Samstagabend Golf gespielt, weil das war so cool zu spielen. Natürlich habt ihr Golf gespielt. Wir haben wirklich Golf Ja, gespielt. natürlich habt ihr Golf gespielt. Ja, es war das Witzige, das war eins und Mario Party natürlich. Und nein, und Mario Kart da, weil es hatte diese Ja, genau, Lenkräder irgendwie. ja. Aber Golf hat so Spaß gemacht, weil das war halt echt ziemlich. Du bist da halt so vorgekommen, als ob du Golf spielen Ich würdest. muss dir zugeben, ich habe mein Leben, glaube ich, nur ein oder zweimal Wii gespielt. Das ist schade, weil das ist echt das ist eine coole Aber Konsole die ist gewesen. zu einer Zeit auch rausgekommen, wo ich einfach kein Interesse an Konsolen gehabt habe, wo ich eigentlich Hardcore-PC-Gamer war und eigentlich nichts anderes gespielt habe als außer Action-RPGs und Counter-Strike und solche Shooter. Das ist dann komplett an mir vorübergegangen. Ich bin dann erst noch wieder mit der Switch Lite eben vor 3 Jahren noch wieder ein bisschen eingetaucht, die jetzt eh schon wieder weg ist. Also kurz einmal die System Seller durchspielen und dann wieder weg. Ja, das kann leider passieren. Ja. Weil wir jetzt gerade bei Nintendo waren, und zwar jetzt an so Gameboy-Lookalike, der heißt Anbenic RG35XX. Das ist so quasi eine kleine Konsole, wo du einen Emulator drauf tun kannst, oder? Mehrere Emulatoren und alte Spiele spielen kannst. Ja. Für unterwegs hat auch einen ARM-Prozessor. Ja, das entspricht so ziemlich genau dem Ding, was ich auch mal gehabt habe. Also so kleine, die war halt im Querformat, also Switch ähnlich, aber deutlich kleiner, ungefähr so groß wie mein 12 Pro iPhone. Das ist auch so eine Mini-Konsole. Da war kein ARM-Chip drauf, sondern glaube ich was war da drauf? Es war kein ARM, es war eine schwächere Lösung, aber du hast auch draufhauen können, was willst du, also eigene Firmware geben. Ah, ich habe es aus gutem Grund eh zum Glück zum nahezu Einkaufspreis wieder weiterverkauft, weil es war nicht so geil, wie ich es anfangs erwartet habe. Du kannst halt Metal Slug drauf spielen oder sowas. Aber du bist halt jetzt da in dem Fall auch davon abhängig. Also, du musst dir jetzt einmal in erster Linie mal die Firmware draufladen, oder du ist auch nicht dabei. Ist das ach so, schau mal, du hast was Da ist schon dabei. dabei. Garlic OS, okay. Also das ist da drauf. Aha, da läuft überhaupt ein Linux drauf. Ja, da läuft der Linux drauf, richtig. Okay. Deshalb haben wir auch, das könnte dir gefallen. Okay, ARM Cortex A9 und der PowerVR ASGX 544 MP. Okay, das heißt bis zu Game Boy Advanced und PlayStation 1 wird der wahrscheinlich so genug Power haben. Nintendo 64 Games wird er nicht schaffen. Okay, da fallen aber noch einmal die Inputs dafür, die entsprechenden. Danke für den Und der Hinweis, hat ja. sogar, er hat sogar USB Type-C. Das ist wichtig, ich kaufe mir nichts anderes mehr.
Ja, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Also das finde ich auch mittlerweile, vor allem du hast einen Vorteil, du kannst halt damit dann an einen Monitor anhängen. Okay, cool, ja. Entschuldigung, der hat sogar einen HDMI-Output. Ah, okay, sehr noch. Also von den her, und er hat sogar Schultertasten, also das ist ja noch etwas. Ja gut, das brauchst du für die Super Nintendo-Spiele, brauchst du das, ja. Ja. Und natürlich, er Ah, hat oh, einen cool, Klink. und RetroArch hat da drauf. Ja, und einen Ah. Klinke hat er auch noch. Ja. Aber RetroArch ist cool, weil das habe ich bei mir ja auch. Also ist bei mir auf dem Gaming-PC habe ich RetroArch auch für ein paar Kleinigkeiten. Also natürlich keine geklauten ROMs von irgendwelchen großen Unternehmen, sondern als Custom-Spieler. Das ist natürlich so, was macht man da Na, nicht, dass man das macht da. man nicht, na wirklich nicht, weil die sollen ja auf keinen Fall um ihr verdientes Geld umfallen. Okay, aber das klingt cool, ja. Ships from Richtig. Spain, Poland, Ja, ich glaube halt, du kriegst schon leider. $150, Ja, nope. du kriegst schon sogar, okay. Ja, Mit krieg schon. sogar 64 Gigabyte. Also, er ist halt, glaube ich, ohne Speicherkarte dann. Ja, mein. Das ist jetzt das kleinste Das ist Problem. das kleinste Problem, ja. Weil das Problem ist, wenn du den aus China bestellst, dann landet er im Zoll. Gut möglich. Nicht. Und du wärst ein paar Fragen kriegen. Ja, was ist der Einkaufspreis und was ist das? Richtig, ist halt ganz ehrlich, wenn ich um 49 Dollar aus Spanien krieg, Ja, klar. weil das sonst zahle ich einfach Umsatzsteuer auch noch. Kriegst du halt ohne Bag, aber Ja, okay. $49. Bitte. Ja, okay. Kannst du mal einen Coupon anwenden, schau. Natürlich, das ist da noch wichtig, ja. Ja, sicher. Ja, okay, cool. Nicht schlecht. Vielleicht schauen wir das mal Na schau. im Detail an, ja. Gut. Nachher mache ich das nächste auch gleich noch. Microsoft bringt jetzt etwas, es gibt einen neuen Windows Key jetzt an, also auf der Tastatur, jetzt kommt ein Ah ja, Copilot mein Key. Gott, ja, das habe ich gelesen. Das heißt, du hast jetzt standardmäßig AI auf jedem Windows-Gerät dann Nein, nicht drauf. auf jedem Windows-Gerät, weil Microsoft hat ja vor wenigen Tagen ja auch angekündigt, dass die Copilot-Nutzung ja auch an Hardware-Vorgaben binden. Ja, und was andere Frage, das, was ich auch noch nicht herausgefunden habe, weil Microsoft verlangt ja für Copilot eigentlich Geld. Also gerade in die Business-Anwendungen zahlst du ja 20 Dollar pro Monat. Und im Office für Home-Use soll es ja nur ein paar Euro pro Monat oder so sein. Also kann man sich das für ein paar Euro pro Monat ins ohnehin schon Office-Abo dazu buchen. Ja, aber ich weiß leider, weil bei mir wird das 20 € im Monat kosten. Also, ich habe ein Office 365-Paket. Ich habe noch, was ich durch Zufall rausgefunden habe, ich habe das ja ganz am Anfang abgeschlossen, wie es das gegeben hat. Ich habe da 5 Lizenzen für 120 € im Jahr drin. Mittlerweile kostet eine Lizenz 120 € im Jahr. Ja. Ich sehe nicht ganz ein, warum ich für Copilot 20 € im Monat zahlen soll. Also ich. Weil jetzt, na, der Vergleich ist nämlich der, weil ich kriege ja bei ChatGPT viel, viel GPT. mehr. GDP, ja, vergiss das, das ist falsch abgespeichert in meinem Hirn, das kommt nie mehr außer. Obwohl ich sogar vor mir offen habe, ChatGPT. Da kriege ich ja viel mehr Leistung für die 20 €. Ja. Also, ich meine, klar, es sind ein paar Funktionen vom Copilot, wenn man sich die so anschaut und die nur ansatzweise so funktionieren, ist es grenzgenial. Aber jetzt sind das, ich denke mir da, puh, das ist wert teurer als mein ganzes Office 365-Paket. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja.
Aber gut, Microsoft hat mittlerweile ja aufgeschlossen und ist in den 3 Milliarden Dollar Club an Börsenwert dabei. Ja. Die haben da ein gutes Investment gemacht. Microsoft hat sich in die letzten Jahre seit Nad wie heißt der Nadala, gell? Nadella, oder? Nadella, Ja. Ra hat sich Rafael Nadala. Rafael Nadella, ja, hat sich Ah. extrem gut Ja. entwickelt. Also Naja, da muss man echt. gut, aus ethischer Sicht nicht, aber wirtschaftlich haben sie zumindest keine großen Tiefschläge mehr gemacht, wofür Microsoft ja eigentlich recht bekannt Ja, war. und sie haben sich auch geöffnet, das muss man auch Das sagen. stimmt allerdings auch. Es ist ja. Also es ist nicht schlimmer geworden. Wo Wolken ist, da ist auch etwas Sonne. Ja, natürlich, das ist klar. Ich meine, heilig sein die alle Na. nicht. Auch Nintendo nicht. So, gut, dann noch was. Das ist jetzt leider ein kleines Produkt und das ist The Tree. Oder The Tree. Was weiß ich, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. The Tree. Keine Ahnung. Das ist jetzt ein etwas spezielleres Produkt. Und zwar ist es, ich nenne es jetzt liebevoll, eine Platte. Und du kannst da ein Magic Keyboard und ein Magic Trackpad reinstecken und hast dann quasi so ein Tastatur-Mausbett-Kombination, wenn du das vom Laptop gern hast, für dein Stand-PC. Also stell dir Aha. deine Laptop-Tastatur mit drunter dem Trackpad vor. Und sowas könntest du da jetzt dann quasi, weil das Magic Trackpad gibt es ja einzeln zu kaufen für einen Stand-PC oder als externes Tool. Und das kannst du ein Magic Keyboard auch noch reinklemmen, dann hast du das gleiche Untergestell wie bei einem Laptop für deinen Stand-PC. Aber das passt nicht drauf, oder? Du passt nur das kleine Magic Keyboard drauf. Na, es gibt eins für das große auch. Echt? Ja. Es kostet aber 10 Dollar mehr. Sacre bleu, ah ja. Sacré bleu, ja. Warum habe ich gewusst, dass dir das gefallen wird? Nein, also immer sagen, ich habe kein Magic Trackpad. So habe ich keins, gell? Also das Du hast es, okay, ich hätte mir jetzt gedacht, du bist einer von den wenigen Menschen, der das besitzt. Na, ich kenne einige, die es besitzen. Ich habe selber keins. Na. Ich bin jetzt enttäusche ich mich Ich fast. komme eigentlich sehr gut ohne zurecht. Sag jetzt nicht Magic Mouse. Doch. Das Scheiße. Thema machen wir jetzt, also das die Pandora-Box machen wir jetzt nicht noch einmal auf. Gell? Nein, das ist, Ist ja, egal, wurscht, wurscht. die Magic Mouse ist a Pandora, ja. Schnauze. Machen wir jetzt nicht, du kommst damit nicht zurecht, du bist feinmotorisch zu ungeeignet dafür. Lass mal stehen. Na, weißt du, was das Problem ist? Ich Die ist krieg da nicht eine ergonomisch. Ich, da, Gelenksentzündung. da kriegst du nicht gleich Gelenksentzündung, da fällt da der Arm ab. Ist bei mir nicht der Fall. Vielleicht bin ich der Ja. einzige Mensch auf der Welt, der gegen das immun Na, ist. weißt du Egal. warum? Weil du so viel Entzündung jetzt schon in deinen Arm drin hast, dass die gar nicht mehr spürst. Ich kann mit beiden Mäusen arbeiten. Da Magic Mouse und da mit der G703 von Logitech. Egal. Nein, ganz ehrlich, jetzt nimm mal bitte rein ergonomisch. Wenn du deine Hand auf die Logitech Ja? drauflegst, das ist ja viel gemütlicher als diese Magic Na, Mouse. ich finde keinen Unterschied. Was? Du Ich finde. bist ja ein Grobmotoriker vor dem Herrn. Ich merke da keinen Unterschied in der Bedienung. Für mich sind es zwar beide. Ich habe andere Mäuse verwendet, die haben mehr Sorgen bereitet. Also im Endeffekt, hier kennt man auch einen Ziegelstein als Maus Na, hinlegen. eben nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe andere Mäuse verwendet, die haben mir mehr Sorgen bereitet. Also, okay, und da klickst du das Zeug ein und wie läuft das nachher mit der Stromversorgung? Möglicherweise mit dem Laden oder sowas? Muss halt dann alles wieder raus tun und neu laden. Das ist die Tastatur ist nicht das Problem. Da ist der Anschluss natürlich ganz oben und da kannst du direkt laden. Ja. Beim anderen
Ja, da muss die Tastatur zumindest rausgeben. Ist Ja, also wenn das Trackpad. Trackpad laden musst, nachher. Ja, wobei sowohl Tastatur und Trackpad und Maus akkumäßig ja ewig halten. Also da muss man es halt einmal anstecken für eine Stunde und dann läuft die ganze Sache eh wieder. Das ist jetzt. Aber so prinzipiell finde ich sehr nice, ja, coole Idee, ja. Also sagen wir so, es ist die bessere Lösung als bei der Magic Maus beim Laden. Ja, das ist auf alle Fälle, ja. Das ist der nächste Punkt, der bei der Magic Maus Ja, scheiße. da muss ich da wohl oder übel beipflichten. Ja, das ist eine Frechheit. Also das ist nach Wie wie heißt vor eine das? Wie Frechheit. heißt das? Maple Magic Trackpad, oder? Na, wie heißt der nochmal? Ja, Magic Trackpad, glaube ich, ja. Das kostet aber eigentlich bei 300 €, 200 €, gell? Das Na, ist das kostet, jetzt. na, du kriegst zum Schnäppchen unter Anführungszeichen in Weiß um 135. 113 habe ich da. Wo? Ah, das, okay, ich habe bei Apple selber geschaut, Ah, entschuldige. okay, ja. Das war Fehler. In Schwarz ist es teurer. Ja, was heißt zum Schnäppchen? Du darfst das Trackpad ja nicht mit irgendeinem 0815 Trackpad vergleichen. Okay, stimmt, gib wieder recht. Weil das du der genauso wie du das Trackpad von einem MacBook nicht mit Na, dem von da einem bin ich. Asus vergleichen kannst oder von einem Dell. Das Force Touch ist eine komplett andere. Da bin ich bei dir. Eben ja. Obwohl ich generell sage, Apple-Zubehör ist schon verdammt teuer. Ja. Aber in dem Fall schreckt mir der Preis gar nicht einmal, weil das einfach eine ganz andere Technik ist, die da drin verbaut wird. Du hast da drin einfach richtige Motoren Ja, beziehungsweise ist. Mechaniken, die ja die. Und was halt bei den Trackpad-As nur ein Chassis ist, es hat noch keinen USB-Type-C-Anschluss. Ja, es hat die Tastatur meine auch nicht, ja. Die neue, glaube ich, die neu aufgelegte Magic Keyboard, glaube ich, hat USB Type-C jetzt, glaube ich, Ja, haben sie jetzt Kim. rausgebracht. Obwohl ich da sagen muss, ich würde da diese Tastatur von Apple annehmen. Also ich ziehe die Logitech MX Keys vor. Sie gefällt mir einfach zum Schreiben besser. Ja, das Schreiben-Dings, das ist ganz eine eigene Sache, ja. Ich muss sagen, die einzigen zwei Tastaturen, mit denen ich schreiben kann, das ist eben die ist Magic Keyboard, beziehungsweise die Tastatur auf dem MacBook Pro, die sich ja beide identisch verhalten, sowohl vom Hub und von allen drum und dran. Und die Logitech mit Solarpanel. Das ist. Da habe ich einmal die Windows-Version und im Büro habe ich ja einmal dankenswerterweise von einem guten Freund, der eine Mac-Version geschenkt kriegt. Das ist, das muss ich sagen, ja. Deshalb, aber ich mag die MX Keys, ist für mich ziemlich ähnlich. Ja. Und ich finde die, ehrlich gesagt, ich finde die sogar besser. Also, ich bin Naja. generell. Auch wenn Logitech für die Solartastatur will, ich finde das super cool. Für das gehört Logitech nach wie vor, das gehört ja in die Tastatur nachgeschmissen, dass man die Batterie da einklebt. Nein, nicht klebt. Man kriegt nur den Deckel nicht gescheit auf. Ja, meine, das ist, für mich ist das eingeklebt, das Ja, Ding einfach. man muss, man, für den, um den Deckel zu öffnen, braucht man einen Ingenieurstitel, einen Diplom-Ingenieurstitel, Ja, weil. oder blanke gewollt. Ja, das Und dann stimmt. ist die Tastatur aber hin. Ja, das stimmt, aber ich hab's bei beiden Tastaturen mittlerweile schon zweimal getauscht und es geht irgendwann, Ja, hat wenn du man das so raus. erste Mal offen hast, hast du kein Dann Problem geht's mehr. ja, ja. Aber du brauchst quasi ein Skalpell, wo du da in stundenlanger Arbeit diese Öffnung einmal Ja, bearbeitest. also seit ich mein iFixit-Toolkit habe, geht das ganz gut. Ja, das ist nach wie vor, das ist die größte Frechheit von Ja. Logitech, weil das ist eine der geilsten Tastaturen ever gewesen. Aber so andere klassische Tastaturen, mit denen komme ich kaum noch zurecht. Vor allem die mit mechanischen Schaltern und solchen Sachen oder Ah, da die kannst. optoelektrischen Schaltern. Da kann man ein Fassl aufmachen, das ist fast schon eine religiöse Diskussion, die man bei solchen Tastaturen aufmachen Ja. kann. Ich komme einfach damit nicht zurecht. Für mich ist, ich brauche keinen hohen Tastenhub. Das bin ich, da bin ich sogar, da bin ich bei dir. Ich mag diese
diese Tastaturen mit diese analogen, ich mag sie nicht. Also ich habe schon Probleme früher mit Schreibmaschinen gehabt. Ich kann das Zeug nicht bedienen. Ja. Also das ist für mich, Ja. keine Ahnung, ich glaube, ich habe die Kraft in die Finger nicht, die Tasten Ich, runterzudrücken. wenn ich Sport machen will, gehe ins Fitnessstudio oder gehe Ja. laufen oder gehe am Berg. Ich will aber nicht meine Kraft verschwenden beim Tippen. Ja, richtig. Tippen soll schnell gehen und einfach. Da will ich ja Ja, keine Zeit verschwenden. genau. Gut, das ist das. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum interessantesten, sowohl Gerät als auch wahrscheinlich zum gleichzeitig dümmsten. Also ich bin bei dem Gerät, ich tue mir selber schwer. Du hast sicher vom Rabbit R1 gehört, oder? Na, noch nie, na. Na, ich Das weiß nicht, was das soll. Nein, klar. hab ich noch gar nicht gehört, na. Du hast das Ding nicht mitgekriegt. Nein, das habe ich nicht mitgekriegt, na. Das ist ja der größte Hype gewesen, glaube ich, von der CES. Absolut nicht. Wann war denn das? 9. Jänner. Ich glaube, da bin ich Corona-bedingt schon Ah, okay. ausgefallen. Also, so. Der Rabbit R1 ist so ein Quadrat, was von Teenage Engineering designed worden ist. Das heißt, das Gerät schaut ziemlich cool aus. Es ist ein Quadrat. Ja, es schaut aber Formel, es hat schon ein paar coole Sachen. Also es schaut relativ interessant. Es schaut irgendwie, es hat was. Ja. So, was dieses Ding jetzt kann, wir haben ja diesen AI-Pin da einmal gehabt bei uns in der Sendung. Ja. So, der war ja eher komisch. Ja. Dieses Ding hat ein Display und eine Kamera und so ein Bedienrädchen und da ein Lautsprecher drin. Was das Ding jetzt kann, das ist kein Large Language Model, das ist ein Large Action Model. Das heißt, dieses Ding kann über die Kamera und mit diverse verknüpfte Accounts, über die Cloud natürlich, also datenschutztechnisch spannend. Sie sagen, es ist okay. Man, das muss sein, natürlich klar. Und das heißt, du kannst diesem Ding jetzt komplette Aktionen beibringen. Als Beispiel, du zeigst einer App, was er nicht kennt, er schaut dazu und kann diese Aktion dann wiederholen. Das heißt, er lernt in Apps sich zu navigieren und die zu benutzen. Und das in einem separaten Gerät. Das ist so kurz zusammengefasst der Rabbit Air One mit Rabbit OS. Aber was macht das? Ja, es ist sozusagen dein digitaler Agent oder dein AI-Agent. Es ist aber die andere Sache, weil du das jetzt gerade so ansprichst. Die Frage ist das, was hindert andere Hersteller daran, das in ihr Smartphone zu integrieren, wie Apple und Google? Das heißt, es könnte bis Jahresende in jedem Smartphone drin sein. Apple hat ja eh angekündigt, dass Siri einmal ein Refactoring kriegt. Also Ja. ich bin einmal gespannt, was mit dem nächsten iOS passiert und ob man Siri endlich einmal die Möglichkeiten und die Intelligenz zuspricht, die heutzutage möglich sind. Weil intellektuell bewegt sich Siri sowieso immer noch auf dem Prozessor von der Nintendo Switch, würde ich sagen. So, das heißt, aber der Punkt ist das, also das heißt, es eigentlich jedes Smartphone könnte es auch. Ja, warum sollte ich nachher nochmal ein zweites Kastel mit dem Ja, ertragen? es hat halt einen extremen Hype kreiert, das Ding. Ich glaube, da ist der vierte Batch mittlerweile ausverkauft von dem Gerät. Ja, okay, aber ich verstehe immer noch nicht, was das macht. Das kann auf Kommandos reagieren, das kann auf die Eingabe von dem Rad reagieren, du kannst diese und auf die Es Kamera hat, reagieren, du kannst diese Actions miteinander du kannst damit verknüpfen. reden. Ja, du kannst damit reden. Also du kannst ihn zum Beispiel auch, wenn du irgendwas am Computer machst, dann sagst du ihn, das wird eh da in der Präsentation gezeigt. Natürlich wieder Vorsicht, es bleibt eine Demo. Du zeigst ihm eine gewisse Anwendung, was er noch nicht kann, und er kann es dann auch immer wieder wiederholen. Also das heißt, er kann dazu lernen. Oder als Beispiel, er zeigt da zum Beispiel, er zeigt im Kühlschrank her oder was im Kühlschrank drinnen ist
und was er zum Beispiel damit kochen könnte. Zum Beispiel, er zeigt da ein Excel-Sheet her, wo er dann zum Beispiel sagt, was weiß ich, mach das und das noch. Ja, okay. Okay. Nur halt die Frage ist, warum muss das ein externes Gerät sein? Die Sinnhaftigkeit davon erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich ist das Ding eh dead on arrival. Okay, ja. Aber natürlich, das wollte ich damit am Anfang sagen, das ist wahrscheinlich das günstigste Sammlerstück, was du in langer Zeit von Teenage Engineering kriegen wirst. Okay. Gut, okay. Also, mich wundert, dass du dass das echt bei dir vorbeigegangen Na, ist. absolut, absolut überhaupt nichts mitkriegt davon, ne? Aber ich muss sagen, ich habe die CES ja überhaupt nicht verfolgt. Also ich hab nur mitgekriegt, dass die Damen und Herren mit dem komischen Ansteckpin den Laden quasi schon dicht gemacht haben. Ja, so ziemlich. Das habe ich mitgekriegt. Ja, gut, das Gerät. Also wenn das auch noch funktioniert hätte. Wie gesagt, da hätte man echt gedacht, dass das vielleicht, aber meine. Alles, wo ich mir denke, dass es möglicherweise Zukunft hat, geht in die Hose. Also von dem her, also Google Wave und Google Plus und ja. Ja, Google Plus ist auch so eine spezielle Geschichte. Hangouts. Gut, dann hast Also du. das ist der Google R1. Der Google R1, der Rabbit R1. Ja. Dann hast du dann noch Ja, Samsung hat wieder ein Handy. Samsung bringt das Galaxy S24 raus. Ja, okay, das ist jetzt es wird es ist ja es gibt ein Ultra, es gibt ein Pro oder ein Plus und ein normales. Ich glaube, setzen sie das mal komplett auf Qualcomm-Chips? Ich glaube nicht. Na, sie haben noch den eigenen auch noch drinnen, Ja. Exynos. So, versprechen aber mehr Leistung. Ja. Also, Und ich. und bessere Perf nicht Performance, also sie versprechen mehr Leistung, da bessere Energieeffizienz. Das, Naja. was aber eigentlich. Das Coole dran ist das Samsung-Smartphone und das Google Pixel sind einer der wenigen Telefone, was diese coole Circle-to-Search-Funktion kriegen auf Bildern. Das heißt, du hast ein Bild, du kreisest was ein und dann wird nach dem gesucht. Geht Als es nicht? Beispiel. Geht es mit Google Lens schon? Na, ich glaube nicht in der Form jetzt an, weil jetzt läuft es halt über AI eben. Und das heißt, sie haben da jetzt zum Beispiel beim nächsten Link, haben sie halt so ein GIF drinnen, wo du siehst, da ist so ein Dackel mit einer Schwimmbrille und dann kreisest die Brille ein und dann findet es halt genau die Brille. Ah, okay. Ja. Und da sind halt nur sehr, sehr wenige Telefone, was die Funktion kriegen werden. Ja, okay, ja. Was mich bei dem Google Galaxy, ja, bei dem Samsung Galaxy wieder mal sehr irritiert hat, war, wie sie die ganze Zeit auf mit AI geworben haben. Bildmanipulationen zum Beispiel, das heißt, du kannst ja ein Bild zuschneiden, jetzt kannst du ein Bild so zuschneiden und außen wird AI generiert, also du kannst da Content dazu schneiden zu einem Bild, keine Ahnung, du kannst also ein Hochformatbild, ein Querformat machen und das rechnet Content dazu. Und das haben sie immer so als AI beworben, AI beworben. Und da hast du wirklich gedacht, also das habe ich nämlich wieder mitgekriegt.
das ist immer so beworben worden, AI, und das hat, das ganze Wording hat eher so geklungen, als wäre das alles on-device. Und in Wirklichkeit ist das alles cloud-based. Also das, so ein Großteil der AI-Funktionen, was sie da jetzt bei den Samsung Galaxy 24 versprochen haben, so Kleinigkeiten wie Texterkennung oder Bilderkennung, solche Sachen oder Gesichter erkennen und im Album Fotos noch, das ist der Franz, das ist der Hansi, das ist die Gertrud, das kannst du alles on device machen, aber so diese ganzen Bildbearbeitungsfunktionen, die sehr AI-lastig sind, die werden sind alle am Server von Samsung. Und was halt dazu kommt, ist nur in den ersten 2 Jahren ist es auch wirklich dabei. Dennoch ist es ein kostenpflichtiger Dienst, den du dir dazu kaufst. Das ist ja gut, das ist der Klassiker, ja. Und deswegen, das ist so eine Sache, was mich extrem irritiert hat, dass die ganze, also ich habe mir jetzt nur Teile der Präsentation angeschaut, aber immer wieder ist es immer so, ja, wir können jetzt AI und wir machen jetzt AI und das hat immer, es hat ganz, also echt durchgehend so gewirkt, als würden sie so wie Apple hat jetzt Generative Filling zum Beispiel ja eh nicht, aber andere AI-Funktionen, Apple macht die AI-Funktion ja alle on-device. Das machen sie ja on-device. Ja. Die schicken jetzt nicht ein Bild quer durch die Cloud, berechnen es und schicken es da zurück. Aber es hat immer so gewirkt, als würden die das alles on-device machen. Erstens einmal ist das bei den Prozessoren gar nicht einmal möglich, da innerhalb kürzester Zeit ein Ergebnis zu liefern. Dafür wird der 1, 2, 3, 4 Minuten rechnen. Jeder, der schon einmal sowas wie ein Stable Diffusion auf dem iPhone verwendet hat, zum Bilder generieren, weiß eh, dass sogar in kleinen Auflösungen das Generieren von einem Bild mehrere Minuten dauert. Das heißt, ist eh verständlich, dass sie da auf einen Cloud-Based Service ausweichen, aber es ist immer so beworben worden, als wäre es on-device. Und nachher dazu zu kommen, dass nachher das Abo noch 2 Jahre separat zum Zahlen ist. Ja, also Google geht auf. Google macht's Adobe noch, kommt man vor mittlerweile. Nicht Das machen Samsung, alle, meine das machen, das, du siehst eh, das versuchen ja natürlich alle. ich. Microsoft will für Copilot Ja. Geld. Das heißt, sie wählen da irgendwo, Apple druckt da Abos für alles ein, was geht. Also, dann heißt es halt, was weiß ich, Apple, wie heißt das, keine Ahnung, wo dann alle, was weiß ich, Apple Arcade, Apple Music und die Sachen halt Apple drin One, sind. oder? Hast nicht Google One? Apple One, oder? Google One gibt es, ich weiß nicht, ob es bei Apple auch One heißt. Apple One. Ah, okay, dann heißt sie wohl Ja. gleich. Ja, und sie drucken da halt so alle, wenn es da die Abos reindrucken. Ja, ich war's voll, ja. Weil es natürlich das Einfachste ist. Es ist einfach ein fixes, kalkulierbares monatliches Einkommen, Richtig. dass du sehr einfach mit skalieren kannst mit den anfallenden Kosten. Ja, das ist super. Also für die ist das richtig gut. Und da zahlt jemand, keine Ahnung, 15 € pro Monat oder lass es 10 € pro Monat sein für einen Service, den nutzt er 3 oder 4 Mal im Monat, um 3, 4 Bilder irgendwie mit AI aufzuhübschen und hat vielleicht zwischendrin noch ein paar Texte generieren lassen. Serverseitig ist das jetzt, so ein Standard-User, jetzt nicht unbedingt eine große Belastung für die Hardware. Na. Aber du hast einen Mehrwert, Ja du hast gut. einen Mehrwert für den Kunden generiert, ein Geld einer gebracht, ohne dafür extrem viel Leistung aufzubringen. Ja, vor allem, sie machen es ja so, es macht ja ChatGPT auch so in GPT. GPT, ja, danke. Vielleicht in 5 Jahren kann ich es dann. Sie geben da ja die GPT 3.5, die kannst ja quasi unendlich vollballern mit Zeig. Aber die 4.0, da geben es da ja live 40 Messages pro 3 Stunden. Das heißt, wenn du da mehr brauchst, zwängeln es die sowieso ins API-Modell rein. Ja, eh. Und da zahlst du dann natürlich pro Ding, pro Anfrage. Ja. Also das ist eh klar.
Stimmt. Also von den her, ja, das ist halt so die Geschichte. Aber klar, sie wählen alle das Abo-Modell, weil mit dem Betriebssystem selber verdienen sie nichts. Na eh, eh, eh. Du hast einmal Geld generiert, indem du da Hardware verkaufst und dann bindest du per Service an die direkt und hast ein monatliches Einkommen. Richtig, das ist, ich meine, Microsoft zum Beispiel kann ich mir vorstellen, weil wir ja das ja gehabt haben, Windows übers Abo. Vielleicht Windows per se wird nicht abo-pflichtig werden, aber halt so Manche gewisse, Services. die ganzen Goodies halt, die das Ganze dann interessant machen, die werden halt dann einfach Geld kosten und dann machen sie halt ein großes Bundle, wo alles drin Genau, ist. ja. Und dann sagst du halt, ja, okay, dann zahle ich halt die 20 Euro. Genau, ja. Und dann auf einmal kostet die aber dein Windows in Zukunft nicht 0, sondern auf einmal kostet sie 240 Euro pro Mhm, Jahr. genau, ja. Und dann kannst du sagen, ja, passt. Genau, ja. So wird halt, schau halt im Moment, wie ich mir das vorstelle, wird halt da ist halt das die, so die Marschrichtung. Genau, und dann kannst du eh gleich dein Abo für gebrauchte Autos gehen, weil das ist ja halt auch wieder so Sache. Ach so, seien wir da jetzt auch schon durch, Genau, ja. ja. Ja, dann seien wir wieder beim Abo für gebrauchte Autos. Also, ich meine, das ist eh meistens so, dass gewisse Features halt ein paar Jahre gratis dabei sein und dann auf einmal kommt nach 5 Jahren kostet das halt was. Genau, ja. Also, das haben wir, glaube ich, bei eh schon öfter gehabt. Da ist eh die Frage. Da ist die Frage. Wie wird man da in Zukunft, keine Ahnung, bei einem Privatverkauf von einem Gebrauchtwagen das handeln können? Du verkaufst ein Auto, gebraucht, keine Ahnung, es ist 4 Jahre alt, sag mal, es ist ein BMW oder irgendeine andere deutsche Schüssel. Du verkaufst einen BMW, der ist gebraucht, der hat diese und jene Funktionen. Keine Ahnung, Sitz, Heizung Ja. und Tempomat. Du verkaufst das Auto, das ist 4 Jahre alt, 5 Jahre lang ist es von Hersteller genehmigt, dass es ab Kauf drinnen ist. Das heißt, du kaufst es gebraucht, hast noch ein Jahr die Möglichkeit, diese Komfortfunktionen zu nutzen. Und dann? Naja, wir könnten ja sogar noch einen Schritt weitergehen. Was ist denn, wenn dieses Abo nicht nur Autos, sondern auch personengebunden ist? Genau. Weil du könntest es ja so machen, dass du sagst, du hast dein BMW-Account, da ist dann drinnen, aha, du hast das Auto besessen, du hast diese Sitzheizung für 5 Jahre, du verkaufst das Auto, das muss ja dann in das System eingetragen werden natürlich, und dann gehst du her und sagst, aha, jetzt ist ein neuer Besitzer, ja, du hast die Sitzheizung nicht. Weil du hast uns noch nie Geld dafür gezahlt. Da kämen ganz, 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 ganz üble Zeiten auf uns zu mit den ganzen Abo-Modellen. Das ist. Naja, das ist, sagen wir so, das ist eigentlich die nächste Sache, wo die EU eigentlich mit der Blutgrätsche reinfahren Ja. müsste. Also eigentlich, das wäre schon lang überfällig, weil das Da haben wir ist, das, weil. haben wir ja wieder das Problem. EU, weltgrößte Autohersteller innerhalb der EU. Sehr viel Geldkoffer. Ja, es ist witzig, weil sie haben es ja als Beispiel beim AI Act haben sie es ja zusammengebracht. Ja, da hat die EU kein Problem damit. Da gibt es ja kein Knowledge innerhalb der EU. Da kannst du nur. Das ist halt nicht so richtig, ja. Da kannst du nur. Damit greifst du nur unter Nicht-EU-Unternehmen an. Das ist allerdings Ja. auch richtig. Aber die EU wird den Teufel tun, da den europäischen Autohersteller vor die Tür zu scheißen. Also. Ja, es wäre aber es wäre eigentlich längst überfällig. Ja. Weil es ist ja auch das, was ist denn jetzt mit den ganzen chinesischen Autos, die da reindrücken? Weil im Endeffekt die Daten gehen alle an chinesische Server. Ja, das ist klar, ja.
Das ist das Nächste, das ist alles garantiert da drüben irgendwo gespeichert und das wird da drüben ausgewertet werden. Und das ist sicher nicht GDPR-konform oder Also, GDPR-konform. wenn das GDPR-konform ist, nachher, puh, dann wäre ich sehr überrascht. Chat-GDPR-konform. Chat-GDPR, das Chat-GPT, ja, das. Ja, schwierig. Schwierig. Okay. Ich meine, ich bin mir aber, ich weiß nicht einmal, ob die meisten amerikanischen Firmen das GDPR-konform haben. In Europa. Ja. Sie versuchen es zumindest. Ja, Meta hat es eh. mit Threads ja, hat er lang genug rumgebastelt, bis es in jeder Hinsicht irgendwie konform für den europäischen Markt kriegen. Ja, wobei ich doch sagen muss, weil du gerade Threads ansprichst, ich finde das eine sehr nette Twitter-Alternative mittlerweile. Ich bin wieder weg von. Echt? Ich Weder finde es. vor, bei Threads weg, ich habe Blue Sky, habe immer die App Overcloud und Mastodon nutze ich gar nicht mehr. Einfach aus dem Grund, das macht nur schlechte Laune dort. Blue Sky hat sich innerhalb kürzester Zeit wieder zu dem entwickelt, was Twitter am Anfang war, nämlich ein Scheißhaufen, wo von sich selbst überzeugte Journalisten und Journalistinnen einfach ihren intellektuellen Scheiß auslassen, so wie Twitter am Anfang. Einfach so das von oben herab, das was Journalisten so teilweise so an sich haben, so von oben oberschauen auf die Bürger und auf die Bürger und Arbeiter. Das war bei Blue Sky, nachdem sich immer mehr geöffnet hat, nachdem die Invites halt immer sich mehr verbreitet haben, sind immer mehr rechte Arschlöcher reingekommen. Also ist die Sache ungemütlich geworden. Mastodon ist mir einfach zu. Bin ich einfach nicht warm geworden und bei Threads geht es wieder genau in die Richtung wie jetzt anfangs bei Blue Sky. Zuerst alles Billeballe, super fein, nachher kämen die Journalisten von oben ober, dann kämen die Nazis. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es nur an meiner Threads-Bubble, aber ich finde es im Moment ein sehr angenehmes Netzwerk. Ja, ich bin aus dem. Mir macht es einfach nur schlechte Laune. Ich kann das Zeug einfach nicht mehr nutzen. Na, es geht nicht, es geht nicht. Und wenn ich habe mir bei Blue Sky ja My Bubble ja auch nachher irgendwie so halbwegs zusammengebaut, dass es so linksliberale, umweltaktivistische Bubble wird. Und nachher kriegst du trotzdem, du kriegst halt nachher nicht irgendeine rechten Parolen. Sondern die reden über die scheiß Nazis mit seiner rechten Parolen und rechten Aktivismus und den ganzen Blödsinn. Und das haut er die ganze Zeit immer nur, auch wenn's irgendwie eine gemäßigten Linken oder einfach nur eine Umweltaktivisten posten, die reposten, die ganze Zeit, da hat der wieder das gesagt, da hat der wieder das gesagt, da. Der Nazi hat wieder den Spruch gelassen und da kriege ich einfach schlechte Laune. Ich will das nicht lesen. Und Gut, das die hab. geben denen nachher quasi durch das Posten und das Draufsagen, was der getan hat, denen wieder eine Bühne, wodurch die noch mehr Aufmerksamkeit generieren. Und mir macht es die Laune schlecht. Deswegen habe ich das wieder runtergehauen. Und bei Mastodon dasselbe. Genau, das war das Problem bei Mastodon, weil die Bubble war genau so und bei Threads, das habe ich kurz reingeschaut und da wird nachher genau das Gleiche passieren. Ich baue mir da meine Bubble zusammen und dann kriege ich trotzdem immer den ganzen negativen Scheiß ein. Und das geht nicht mehr. Ach so, na, ich weiß, das habe ich nicht. Na, ich müsste mir wahrscheinlich eine reine Tech- und Science-Bubble aufbauen. Dann Ja, geht's vielleicht. Dann geht's vielleicht, ja. mystisch. Das müsste Ja. gehen, ja, ich habe es in etwa so, ich meine, ich habe schon auch Politik drinnen. Das ist genau das, was bei mir gar nachher nicht geht. Und so sehr Klimaaktivismus unterstützt,
aber du darfst da keine Umweltaktivisten abonnieren, weil da kriegst du einfach schlechte Laune. Als wäre die Klimakatastrophe an sich nicht eh schon genug, um schlechte Laune zu kriegen. Aber dir wird halt die ganze Zeit trotzdem noch immer noch was Schlimmeres eingespült. Und wenn er an Klimaaktivisten folgst, dann kriegst du wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie eine Hinweise darauf, dass die Bayern gegen die Verspargelung der Landschaft sind und keine Windräder aufstellen und da wieder ein Kohlekraftwerk bauen. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, was für eine konservativen, geschissenen Arschlöcher da in Bayern in der Regierung sind, und dann kriege ich wieder schlechte Laune. Dann sollte es vielleicht Social Media generell meiden, ja. Nichts anders mache ich mittlerweile. Ist sicherlich rein von der Ding her das Gesündeste, was du machen Na, kannst. der Also einzige im Dienst, der Social Media ähnlich ist, sag mal, Social Media ähnlich ist, den ich noch nutze, das ist Snapchat, und das ist für mich eine reine Kommunikationseinrichtung. Fertig. Snapchat nutze ich aus dem Grund nicht, weil die Bedienung zum Ja, ich Kotzen ist. weiß, man muss sich extrem dran gewöhnen. Das ist sehr, sehr schlimm, ja. Ich sag mal so, ich wäre froh, wenn du wieder einen Instagram-Channel übernehmen würdest von unserer, von Techtelmechtel. Na? Weil ich hasse das Elend ja wie die Ja, Pest. na? Mach ich nicht. Also Nein, das das. kann ich da schon helfen. Das können wir schon machen. Das können wir schon irgendwie arrangieren, dass sie das vielleicht irgendwo auf einem separaten Device mache. Also das, sagen wir so, weil ich Instagram ja abbenutze, ich bin da ja, ich meine, es stört mich jetzt nicht, dieses Ding da hochzustellen, aber auch jemand, der sich von unserem Instagram-Channel was erhofft, ich enttäusche eigentlich jetzt Ja, schon. das kann Also, sein. das, also dass ich da jeden Tag was poste, na sicher nicht. Und wenn, ich versuche ja alles so schlecht als möglich zu machen Ja, das drauf. kannst. Also ich versuche ja mit Absicht diese ganzen Stories oder Reels, sie sollen ja richtig schlecht Ja, das anschauen. machst du ja ganz gut. Ja, das ist meine Absicht Das ist dein dahinter. Ich will Talent. so furchtbar wie möglich Ja, gestalten. aber sonst nutze ich Social Media. Ich nutze Twitch. Twitch ist für mich kein Social Media. Da schaue ich mir hin und wieder halt ein paar Sachen an. Ich nutze YouTube. Da schaue ich mir Sachen an. Das nutze ich jetzt nicht. Das ist für mich kein Social Media. Aber Facebook habe ich keinen Grund zu nutzen. Instagram, na. Meta, Mastodon, Blue Sky machen schlechte Laune. Halt, Threads, Mastodon, Blue Sky machen mir schlechte Laune. Und was gibt's da noch? Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe da einen Folder mit Social. Was habe ich denn da noch drauf? Slack. Aber Slack ist jetzt auch kein Social Ja Media. gut, Slack ist jetzt nicht, ist jetzt das beruflich, Na, das okay? ist gar nicht, das ist nicht beruflich. Also auf dem Handy habe ich es nicht beruflich. Also, ich meine, Discord ist auch ganz Ja, praktisch. eben, Slack nutze ich so, da bin ich in drei Gruppen drin, von zwei Podcasts und von einer anderen Gruppe, und das nutzt man, ist. Wird genutzt, so wie man früher ein Forum genutzt hat, so in der Richtung. So. Ja, Reddit bist du wahrscheinlich Na, auch. bin ich auch nicht mehr. Reddit hast du auch Habe ich auch gelassen. gelassen. Puiuiuiuiui. Genau, selber Grund, schlechte Laune. Eieiei. Na, das ist. Also, es belastet mich persönlich jetzt nicht so wie die, aber ich kann verstehen, dass du beschlossen hast, Na, das nicht mehr zu also machen. Okay, ich verstehe es. es gibt genug andere Gründe, warum ich schlechte Laune haben kann. Ich muss mir das nicht nachher von x-tausend Menschen noch schlimmer machen lassen. Von dem her, weg, alles weg. Na okay, also ich muss sagen, im Moment gefällt mir Threads ziemlich gut. Also ich bin sehr glücklich mit dem Ich Ding. hoffe für die, dass es so bleibt. Also Twitter ist definitiv gelöscht. Also der Account ist weg. Und ja, ich hoffe, dass Threads noch diese Öffnung hin zum Fediverse macht. Ja. Und dann. Wenn das nachher, ich meine, mir würde es insofern schon gefallen, dass Threads quasi Twitter alles streitig macht oder X, dass Elon Musk den Fehlkauf seines Lebens gemacht hat. Das wissen wir eh schon, dass er das schon gemacht hat. Ja, Aber aber ich würde es ihm er muss gönnen. es selber drauf kommen. Na,
dass das Ding wirklich nicht einmal mehr 1 Euro wert ist. Das wäre das Schönste, was passieren könnte. definitiv. Gut, so. Dann noch, ich springe jetzt da. Oh, Maus ist super, weil du es gerade offen hast. Maus ist cool. Ich meine, es ist nicht mein Ort von Spiel, aber das. Was? Ist ein Shooter im ja, Cell-Shading-Look. Steamboat Willie Disney Look. Ja, oh mein Gott. Was, wo kriegt man das? Was ist das? Wie? Warum? Das ist quasi Steam. Was Steam? Echt? Es ist auch noch nicht heraus. Kim 2025. Ach so. Oh. Du hast das auch Das habe ich auch verpasst. verpasst. Ah ja gut, na okay, jetzt ist mir schon klar, warum du nichts mehr mitkriegst. Wenn du auf kein sozialen Netzwerk mehr bist, kannst du ja die Sachen gar nicht mehr mitkriegen. Naja, ich lese wohl noch Nachrichten und ich bin ja wohl auch auf meine Tech-Seiten und Ja, eh, Games-Seiten, aber das. aber das ist wahrscheinlich bei mir dann vorübergegangen, ja. Das kannst du ja alles gar nicht mehr mitkriegen. Ich glaube, das hätte ich davor auch nicht mitgekriegt. Das kann Ja. sein. Alles Aber cool, ja, deswegen das habe ist ich ja halt, die. das ist Ja, Maus. das ist nice. Das ist ja eine geile Idee. Das ist eine hammermäßige Idee. Ja, ist es nicht mein Ort? Ich bin jetzt nicht so der Scooter-Fan. Shooter. Scooter, ja, Scooter-Fan auch nicht, aber. Hyper, hyper. Ja, ich bin der Scooter-Fan auch nicht, das stimmt, ja. Aber das ist hammermäßig, ja. Echt ein geiler Look hier. Wow. Cool. Nice. Dann. Ich habe daheim was Lustiges gefunden, wie ich eine Schublade ausgeräumt habe. Und zwar, das ist Screwball Scramble. Ich weiß, das ist so ein altes Brett. Das heißt kein Brett. Ja, es ist. Mach's einmal auf, ja. Und zwar, das ist halt. Wie würde ich das jetzt beschreiben? Das ist so Billigplastik-Spielbrett mit Ja. einem Hindernis-Parcours. Genau, es soll so eine Art Minigolf darstellen oder was weiß ich was. Aha. Und du hast halt normal, auch da oben ist so, wenn du es jetzt analog hast, ist das so eine Uhrzeit, die du halt schlagen Ja. musst. Und du hast halt, probier mal das zum Ziel zu bringen. Also ich habe es halt in analog daheim gefunden. Aha, okay. Ah, okay. Also haben wir, und da habe ich mal danach gesucht, was das ist, keine Ahnung. Ja. Oh mein Gott.